Ja, hallo, herzlich willkommen und schönen guten Abend hier auf der MS Wissenschaft. Heute Abend zu unserem Dialog an Deck zum Thema Bioökonomie im All und auf der Erde. Das ist ein spannendes Thema und ich freue mich sehr, ich bin Katharina Linnepe und bin die Moderatorin, freue mich sehr, dass ich Sie die nächsten zwei Stunden hier begleiten darf. Sie und natürlich auch unsere SpeakerInnen, die ich Ihnen gleich noch vorstellen werde. Ja, die MS Wissenschaft hat hier angelegt in Mainz und ja, sie lädt ein, Wissenschaft zu erfahren, auszuprobieren und sich auszutauschen. Und darum soll es heute natürlich auch gehen, zu einem ganz bestimmten Thema. Eigentlich sind es mehrere Themen. Bioökonomie im All und auf der Erde. Wir schlagen damit eine Brücke, und zwar eine thematische Brücke zwischen Bioökonomie und dem Thema des Wissenschaftsjahres 2023. Das ist nämlich unser Universum und damit die Astrophysik. Und da wollen wir uns heute mal näher anschauen, was steckt zum einen hinter Bioökonomie, was hat es damit auf sich und was hat es auf sich mit dem Weltraum, der Weltraumforschung und was haben beide auch miteinander zu tun und wie können beide Gebiete voneinander lernen, profitieren und wie viel Forschung können wir von der Erde ins All übertragen und auch umgekehrt, um das Leben auf der Erde besser und auch nachhaltiger zu gestalten. Und dabei werden wir vielen aufregenden Fragen heute auf den Grund gehen. Zum Beispiel der Frage, ob wir alleine im Weltall sind, beziehungsweise wie wir das überhaupt rausfinden können, wie man sich im All versorgt und auch wie die Landwirtschaft auf der Erde in Zukunft aussehen wird und was da das All beitragen kann oder was da für eine Rolle das All eben auch spielt. Und damit haben wir einige Themen, wo wir Menschen brauchen, die sich damit sehr, sehr gut auskennen. Und die sind auch heute hier. Ich werde sie gleich auch noch mal vorstellen. Und wir werden dann später auch gemeinsam diskutieren. Und drei WissenschaftlerInnen werden eben aus ihren Forschungsprojekten ganz konkret erzählen und sie ganz konkret mitnehmen, an Bord nehmen ihrer Forschungsprojekte. Und jetzt stellen Sie sich vielleicht vorab, stellt ihr euch vielleicht vorab die Frage Bioökonomie, was steckt da eigentlich dahinter? Ja, wenn es um Bioökonomie geht, dann steht da eine Frage im Fokus, eine Frage, die aktueller nicht sein könnte. Wie können wir das Überleben auf dem Planeten sichern? Und das bei Klimawandel, bei wachsender Weltbevölkerung, immer mehr Plastikmüll und. Das sind die Fragen, die eben im Fokus stehen. Und da setzt die Bioökonomie an mit Lösungen. Mit Lösungen, die auf natürliche Kreislaufwirtschaft und nachhaltigen Konsum setzen. Da neue Technologien werden mit Natur- und Umweltschutz eben verbunden und das ist wirklich ein großes Thema, ein spannendes Thema und wenn Sie dieses Thema interessiert, auch nach dieser Veranstaltung, dann gibt es eine Infoplattform, auf der Sie sich schlau machen können und die heißt bioökonomie.de. Dort finden Sie Nachrichten, Porträts zum Thema, Interviews, Multimedia-Stories und ganze Dossiers zu Bioökonomie. Und solche Events wie dieses heute sind dann eben auch möglich, wo wir in Austausch kommen. Damit Sie sich schon mal einen Eindruck machen können, was die KollegInnen von bioökonomie.de machen und wie sie Wissenschaft vermitteln und auch anschaulich machen, können wir uns jetzt gleich erstmal einen Erklärfilm zum Thema angucken, zu Bioökonomie im Weltall. Der Film ist gerade fertig geworden, der ist ganz, ganz frisch, wird dann später aber auch auf dem YouTube-Auftritt von Bioökonomie bioökonomie.de, so heißt es, de, nicht vergessen, wird es dann eben auch zu sehen sein. Also da können Sie dann auch noch mal reinschauen. Aber jetzt sage ich erstmal an der Stelle Film ab. Ganz genau. Überall dort gibt es eben noch weitere solche spannenden Filme, die reinholen ins Thema. Und ich glaube, jetzt sind wir auch gut abgeholt für unseren heutigen Abend. Und ich glaube, das war auch eine ganz anschauliche, anschauliche Sache. Und vielen, vielen Dank da erstmal den KollegInnen, dass sie auch den Film fertiggestellt haben, noch so schnell und passend für unsere Veranstaltung. Und mit diesen Eindrücken und mit dem Abholen, da machen wir jetzt an der Stelle auch gleich weiter. Ich stelle Ihnen jetzt erst einmal unsere Gäste heute für heute vor und dann bitte ich Sie nacheinander zu mir und hier auf die Bühne für einen kurzen Vortrag und danach kommen wir dann alle zum Dialog an Deck noch einmal zusammen hier in die Runde. Aber erst einmal werde ich vorstellen, um wen es sich dabei handelt. Wir fangen an mit Professor Dr. Dirk Schulze-Markuch.
Hallo, herzlich willkommen. Vielleicht sagen Sie kurz Hallo in die Runde, damit man schon mal Sie gesehen hat. Super. Ja, er kommt von der Technischen Universität Berlin und ist dort Professor am Zentrum für Astronomie und Astrophysik. Und jetzt kommen Sie gerade aus der Atacama-Wüste in Chile zurück, ne? Ist richtig. Ja, super. Schön, dass Sie es geschafft haben, dass Sie jetzt von überall dort eben ganz, ganz viel mitgebracht haben. Einblicke in eine große Frage oder in große Fragen, nämlich die Suche nach Leben im All. Und die Suche auch nach Exoplaneten. Da sind wir sehr, sehr gespannt drauf. Dann fangen wir gleich sogar auch mit Ihnen an. Aber ich mache erstmal mit der Vorstellungsrunde noch einmal weiter. Erst einmal auch mal herzlich willkommen und einen Applaus bitte an der Stelle. Ja, und zwar mache ich weiter in der Reihe. Und zwar ist Dr. Carsten Monsker bei uns. Herzlich willkommen auch an Sie. Ja, Sie sind am Forschungszentrum Jülich tätig und dort am Institut für Bio- und Geowissenschaften und bei DAKIS, ne, dem digitalen Wissens- und Informationssystem für die Landwirtschaft. Und mit all dem, da können Sie uns wieder, ja, heute Abend das All wieder ein Stück weit auf den Boden zurückbringen und uns erklären, wie Weltraumforschung und Technologien aus der Weltraumforschung unsere Landwirtschaft auf der Erde bereichern können und nachhaltiger und effizienter gestalten können. Da freuen wir uns auch sehr drauf. Das klingt sehr interessant. Und noch einmal herzlich willkommen an Sie. Ja, und last but not least haben wir Dr. Gerhild Bornemann bei uns. Hallo und herzlich willkommen. Ja, sie ist tätig am Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt und dort am Institut für Luft- und Raumfahrtmedizin, Gravitationsbiologie. Und anhand ihres Forschungsprojekts, da werden wir einiges darüber erfahren können, was Bioökonomie auch fürs Leben und Arbeiten im All eben bedeuten kann und welche Rolle es spielt und warum auch Recycling in der Raumfahrt eine richtig hilfreiche und tolle Sache sein kann. Da sind wir auch tüchtig gespannt. Herzlich willkommen nochmal an Sie, Frau Dr. Bornemann. Super. Ja, bevor wir dann also zu dritt in der Runde sprechen, da werden wir jetzt erstmal kurze Einblicke von Ihnen einzeln bekommen in Ihre Forschungsfelder und in Ihre Forschungsprojekte. Und da würde ich bei Ihnen, Professor Schulze-Markuch, anfangen. Ich würde Ihnen ein Mikrofon geben und ich hatte versprochen, es geht um die Suche nach Leben im All. Und wir sind sehr, sehr gespannt, hier von Ihnen abgeholt zu werden. Bitte schön. Okay, danke. Sehen. Ist an? Ja. Okay, ich möchte Sie gerne heute Abend mitnehmen auf der Suche nach Leben. Und wir fangen im Sonnensystem an. Das heißt, wir fangen eigentlich an auf der Erde, weil den Planeten kennen wir nun am besten. Und wir wissen, dass es auf der Erde unheimlich viele verschiedene Lebewesen gibt und die auch verschieden fungieren. Zum Beispiel auf der Erde, die ist habitabel für uns Menschen. Temperatur 0 bis 40 Grad, 1 bar Druck. Wir brauchen solides Medium, atmen Sauerstoff und wir sind heterotroph. Das heißt, wir fressen die anderen. Dann haben wir den großen weißen Hai. Der frisst auch die anderen. Aber der mag Temperaturen von 12 bis 24 Grad, ist im Salzwasser und nimmt Drücke bis 120 bar hin. Von pH 7,5 bis 8,4, leicht alkalin, wie es bei uns im Ozean ist. Und dann ist es aber auch habitabel, beziehungsweise Asiadus Infernus. Für den ist die Erde auch die Heimat. Die optimale Temperatur zum Leben ist 88 Grad Celsius. 1 bar Druck im Wasser, pH sehr sauer, runter bis 0,4, also Batteriesäure oder sowas. Und lithotroph, also keine organischen Moleküle, produziert seine organischen Moleküle selber. So, das sind alles verschiedene Organismen auf unserem nur eine kleine Auswahl, die das auch sehr gerne mögen bei uns. Und die Heimat, deren das die Heimat ist. Die erste Station ist Venus, das ist der nächste Planet. Die Oberflächentemperatur ist 450 Grad Celsius, Druck 92 bar. Auf der Oberfläche ist kein Leben möglich, zumindest nicht heute. Und das ist kein so ein Alien-Artefakt, das ist eine Sowjetsonde, die da ungefähr 20 Minuten auf der Oberfläche überlebt hat. Aber
wir müssen das ja alles im Zeitraffer irgendwo auch sehen. Vor 404 Milliarden Jahren, also kurz nachdem das Sonnensystem entstanden ist, was heißt kurz, ungefähr 500 oder 600 Millionen Jahre danach, für Geologen ist das kurz, da gab es wahrscheinlich einen frühen warmen Ozean. Und er hat für hunderte von Millionen Jahren existiert mit ähnlichen Bedingungen wie auf der frühen Erde. So, wir stellen uns das vor, so ungefähr sah das aus. Das ist jetzt eine Postkarte von Kalifornien, aber wir stellen uns das so ungefähr vor. So könnte Leben sich an diese Bedingungen anpassen und noch heute dort leben? In der Atmosphäre eventuell. In dieser Wolkendecke, da gibt es Temperaturen von 30 bis 80 Grad. Druck ist ein Bar. pH 0 ist ein bisschen hart, aber da gibt es noch Organismen auf der Erde, die das hinnehmen können. Und sehr wenig Wasser. Und wir sehen ja, dass von Toleranz von extremen pH und heißen Temperaturen durchaus möglich ist. So, da gibt es vielleicht sogar noch eine Möglichkeit. Und wer das in letzter Zeit so ein bisschen verfolgt hat, eine Gruppe von MIT, ein Kollege von mir war dabei, hat Phosphan in der Atmosphäre da entdeckt. Das ist aber kontrovers. Das könnte ein Bioindikator sein. So, da könnte es tatsächlich Leben geben. Aber die direkteste Methode wäre es mit einer Sonde, die Partikel, die da rumschweben, das sind so mehrere Mikrometer groß, so groß wie Bakterien ungefähr, zu knacken und zu analysieren, ob dieses organisches Material enthält. Und die Pioneer-Sonde in den 80er Jahren hat das auch versucht, aber der Pyrolyzer, der das knacken sollte, hat versagt. So, wir wissen das immer noch nicht. So, was wir brauchen, ist da wirklich eine neue Mission. Und eine, die wir uns da ausgedacht haben und so eine ähnliche, wird da jetzt auch hingeschickt, ist, dass wir da einen Orbiter haben. Der Orbiter lässt dann so eine Sonde runter mit so einem Probenbehälter, um Partikel einzusammeln mit Aerogel. Und dann würde der Probenbehälter dann wieder zum Orbiter zurückgebracht werden und der Orbiter dann mit der ISS docken, also mit International Space Station. So, das war eine Idee. Es gibt noch mehrere von Ideen, wie das zu machen ist oder wie wir das machen können. Aber es sind eine private Mission, zwei von der NASA und eine von der ESA, die jetzt demnächst dorthin fliegen. Dann vielleicht der interessanteste Planeten für die meisten von Ihnen oder euch ist Mars. Und so Mars sieht so durch das Teleskop aus. Und das sehen wir schon Valles Marineris. Das ist ungefähr 3000 Kilometer lang. Das ist der Grand Canyon, gar nichts dagegen. Und wenn wir das topografische Bild sehen, dann sehen wir auch, dass ziemlich viel, also relativ niedrig ist. Da war früher mal ein Ozean gewesen. So vor 4 Milliarden Jahren sah Mars ungefähr so aus. Und das ist nicht der blaue Planet wirklich, aber so ein bisschen blau. Ja? Und heute sieht es leider so aus. So, das ist dann schwierig. Aber wir können uns wieder fragen, vor 4 Milliarden Jahren war da Leben möglich? Und die Bedingungen waren sehr ähnlich wie auf der Erde. So, das Leben könnte separat auf dem Mars entstanden sein, weil es ähnliche Bedingungen auf der frühen Erde und dem Mars gab. Oder das Leben konnte von der frühen Erde zum frühen Mars transportiert worden sein im Asteroiden oder umgekehrt. So, es könnte also tatsächlich sein, dass wir alles Marsianer sind. Oder sagen wir es so, dass die Marsmikroben, wenn es da indigene Marsmikroben sind, sind unsere fernen Cousins. So, wir wissen, dass Bakterien im Weltall überleben können, wenn sie in Asteroiden drin sind. Also das wurde getestet. Das, so im Prinzip ist es möglich. Und da gibt es einen Meteoriten, der ist besonders bekannt geworden ist, ALH84001. Und da hatte sogar der amerikanische Präsident, das war Bill Clinton, zu einem bestimmten Zeitpunkt gesagt, dass sie glauben, dass sie fossiles Leben gefunden haben und haben das Bild da gezeigt. Heute glaubt das niemand mehr, dass das tatsächlich eine Mikrobe ist, das ist wahrscheinlich nur ein Mineral. Aber es gibt gewisse Indikatoren, dass es da tatsächlich also doch noch vielleicht Spuren von Leben gab oder gibt. Und eine von diesen Spuren, also das eine von diesen Argumenten, das schwer wegzureden ist, sind die Magnetitketten. Das ist eine Magnetitkette
in ALH84001. Und die sind typisch für magnetotaktische Bakterien, also Bakterien, die sensibel sind für Magnetfelder. Und das ist eine Magnetitkette in Bakterien von Kelly Lake in Kanada, wo wir geforscht haben. Und das sieht alles sehr, sehr ähnlich aus. Und die Idee ist auch, dass für die ersten Hunderte von Millionen Jahren Mars eventuell ein schwaches Magnetfeld hatte. So, da wäre auch ein Grund gewesen, magnetotaktisch zu sein oder gewisse Sensibilität zu Magnetfeldern zu haben. Dann ein Analogwüsten auf der Erde in der Atacama-Wüste. Vor ein paar Tagen bin ich gerade wieder zurückgekommen. Und wenn Sie das Bild da sehen, wenn ich da jetzt noch einer meiner Assistenten da in Astronauten-Outfit dahingestellt hätte, dann hätte ich das verkaufen können, wir wären auf dem Mars gewesen. Weil auf dem Mars sieht es genauso aus. Und die Gesteinsbrocken, die Sie da sehen, die tun nicht mit Wasser sich bewegen, sondern durch Erdbeben, weil es einfach da nicht regnet. Es regnet da einmal alle 10 Jahre oder so. Trotzdem sehen wir hier Leben. Das ist zum Beispiel hier ein Salzgestein und da ist Cyanobakterien drin, das Grüne. So, wie überleben die das? Salz ist hygroskopisch. Das zieht Wasser genau aus der Atmosphäre an. Ja? Wenn Sie sich denken, wenn Sie einen Salzstreuer haben, heute Morgen Eier gegessen haben, mit dem Salzstreuer, da sind Reiskörner meistens drin. Ja? Weil die Reiskörner hygroskopischer sind, mehr Wasser anziehen als das Salz, sodass das Salz trocken bleibt. Aber wenn Sie das Salz einfach rauslegen haben, ist klumpig. Es zieht das Wasser an. Und die Mikroben benutzen genau dasselbe System, um dort zu überleben. Dann haben wir noch die Viking-Mission-Resultate. So, die älteren Semester von Ihnen können sich vielleicht noch an Viking erinnern. Das ist die einzige Live-Detection-Mission, die jemals geflogen worden ist. Und es gibt verschiedene Interpretationen dazu. Die meisten sagen, okay, es war negativ für Leben oder ist unklar. Ein Kollege von mir und ich haben das gesagt, dass das eigentlich mit Wasser auch, mit Leben eigentlich auch konsistent ist, wenn wir dann dran nehmen, dass eine Wasserstoffperoxid-Wassermischung in den Zellen drin ist. Also wenn die Zellen eine gewisse Adaption dort haben, weil dann der Gefrierpunkt vom Wasser geht dann bis minus 56 Grad Celsius runter. Es formt keine Eiskristalle und ist auch wieder hygroskopisch und ist ein Reservoir von Sauerstoff. Also wenn wir uns überlegen, wie Leben auf einem anderen Planeten überleben können, müssen wir uns da reindenken, ich bin jetzt eine Mikrobe und das sind keine verschiedenen Ressourcen. Wie kann ich die Ressourcen oder wie kann ich die Umweltbedingungen am besten nutzen zum Überleben? So, wir müssen uns also open-minded sein dafür. Dann, das ist von einem von diesen Orbitern, das ist ein Image. Einmal genommen 2001 und einmal genommen 2005. Und hier sehen Sie, hier ist es dunkel und hier ist es weiß. Was ist die Erklärung dafür? Aus der Canyon-Wand ist Wasser rausgekommen und das Wasser ist sublimiert und das Salz ist übrig geblieben. Also das ist auch wieder ein Beweis, dass Wasser wirklich sehr nah an der Oberfläche vom Mars ist. Dann haben wir noch Methangas in der Atmosphäre von Mars. Methan ist nicht typisch für Vulkane. Da kommt mehr Kohlendioxid raus. Methan ist eigentlich sehr, sehr wenig. Die wahrscheinlichste Erklärung ist, dass das Methan von Mikroben produziert worden ist vor langer, langer Zeit und das dann abgelagert worden ist. Und dass das dann irgendwie wieder aktiviert wird. Und wir als Wissenschaftler, das ist nicht unsere Gruppe, sondern insgesamt von den Mission Scientists, haben gefunden, so viel Methan, wie einige tausend Kühe pro Jahr produzieren würden. Aber erzählen Sie jetzt niemandem, dass ich gesagt habe, dass es Kühe auf dem Mars gibt. Ja? Das ist nur von der Menge her, ist das, um das anschaulich zu machen. So, wo würden wir auf dem Mars suchen? Also auch in diesen Gegenden, wo es vulkanische Aktivität ist, wo es wärmer ist. Weil der Mars, da wird es halt nachts besonders sehr, sehr kalt. Tagsüber geht es bis plus 25 Grad Celsius. Aber nachts ist minus 150 oder so, ist gar kein Problem.
Und wir würden wahrscheinlich in Lavahöhlen suchen. Das ist eine Lavahöhle auf der Erde. Da gibt es viele Fische. Wir würden keine Fische finden auf dem Mars. Aber sowas, das nennt sich auf Englisch Snotites, übersetzt Popel. Das sind schleimbildende Bakterien. Wir als Astrobiologen wären total fasziniert, diese zu finden. Vielleicht Sie nicht, aber wir schon. Und der sind derzeitige Missionen auf dem Mars, wie der Curiosity Rover, der noch da ist, und der Perseverance Rover, um die Habitabilität zu testen, also ob da Leben existieren könnte. Und ExoMars leider ist nicht gestartet wegen dem Ukraine-Russland-Konflikt mit der russischen Payload. Aber wir hoffen, dass das noch fliegt. Und das ist dann auch eine Mission, die ein bisschen in den Untergrund geht, um Bord, wo eine größere Chance ist, dass wir dort auch Leben finden. Okay, wir wollen jetzt aber mal ein bisschen auch weiterfliegen. Aber Mars war es halt natürlich immer das faszinierend. Europa, und wir sehen auch schon, wir brauchen ein bisschen besseres Raumschiff dafür. Und Europa sieht so aus wie so ein angeknacktes Ei oder sowas. Aber das ist, weil viele Gezeitenkräfte da agieren. Und wir stellen uns das vor, dass da eine Eiskruste ist, ungefähr 100 Kilometer Ozean und dann Mantel und so diese hydrothermalen Vents. So 100 Kilometer Ozean, das heißt, auf Europa ist mehr Wasser als auf der Erde. So, das wäre wirklich der Wasserplanet. Und dann haben wir diese hydrothermalen Vents auf der Erde, wo wir tatsächlich Ökosysteme haben. Also auch Krabben und Röhrenwürmer und sowas alles. Also das sind wirklich biologische Inseln. Und vielleicht haben wir sowas auf der in dem Ozean von Europa auch. Sowas, das ist natürlich sehr komplex. Das würden wir nicht erwarten, aber das zeige ich Ihnen mal, um zu zeigen. Weiß einer, was das hier ist? Ja, meisten glauben das, aber das ist von der Schildkröte. Das Skelett. So, leider nicht. Aber wir finden sehr viele Organismen, die für uns sehr fremd oder exotisch oder alienmäßig aussehen. Ja? Und der Punkt hier ist, dass das Leben sich immer an die Umweltbedingungen anpasst. Ja? Wenn ich hier zum Beispiel diesen Fisch angucke, das ist ein Tiefsee, der hat keine Augen mehr oder keine funktionierenden Augen mehr. Der Tintenfisch auch nicht, weil in der Tiefsee sieht man eh nichts. Die sind unnütz. Aber der Fisch hat sehr scharfe Zähne, weil wenn er mal was fängt, dann muss er wirklich darauf aufgehen, dass das nicht mehr abhaut, der Fisch, den er fängt. Ne? So, das ist dann Adaption. Und das hier, der schöne Genosse hier, das ist ein Grenadierfisch, der kommt sehr häufig dort vor, wo die Titanic gesunken ist. Und wir wissen, was da passiert ist, ne? Fliegen wir weiter. Saturn und die Monde. Und da gibt es sehr viele interessante Monde. Das ist Enceladus. Da ist auch ein Ozean auf der einen Seite und der sprüht Wasser raus. Und da gehen jetzt auch Missionen hin, um das festzustellen, ob da mit dem Wasser noch irgendwelche anderen organischen Stoffe dabei sind und vielleicht auch Leben. Aber der Planet, der wirklich faszinierend ist, oder zumindest für mich, ist Titan. Und hier sehen wir ein Oberflächenimage. Hier ist eine Küstenlinie und das hier ist flüssiges Ethan und Methan. Es ist nicht Wasser, aber da ist ein hydrologischer Zyklus ohne Wasser mit Ethan und Methan. Also da gibt es Seen drauf. Und auch, wo es da lang geflossen ist, dieses dendritische Pattern, was wir in den Flussläufen haben, was wir auch auf der Erde sehen. Und hier können wir auch sagen, der Titan ist sehr, sehr kalt. Aber irgendwann war er mal auch wesentlich wärmer gewesen, vor 4 Milliarden Jahren. Und das ist ein Radar-Image. Und hier wir sehen zum Beispiel die Ölseen auf dem Titan. Und dass es ziemlich viele von denen gibt. Und dies hier ist das einzige Image, was wir haben von der Oberfläche von Titan.
aber Titan ist unheimlich weit weg. Also das ist auch so, aber kommt irgendwie ein bisschen bekannt vor, ja? Das sieht so, so ein bisschen aus wie in der Wüste. So, wir haben flüssiges Ethan und Methan auf der Mondoberfläche. Wir haben helles und dunkles Material, das flüssiges Ammoniawasser darstellt oder Methan und Ethan und viele, viele organische Stoffe. So, hier könnte also auch Leben existieren und wahrscheinlich exotisches Leben. Und das ist nur eine als Beispiel und schrecken Sie nicht ab. Also das ist Acetylen und das ist Wasserstoff und da bildet sich Methan. Und das gibt sehr viel Energie. Den Punkt, den ich damit machen möchte, ist, keiner von uns Wissenschaftlern tut normalerweise mit Acetylen im Labor arbeiten, weil das hochexplosiv ist. Und dann haben wir kein Labor mehr. Aber wenn es wirklich so furchtbar kalt ist, ja, das ist ungefähr minus 170 Grad Celsius, dann braucht Leben was, was genug Energie gibt, um das Leben möglich zu machen. Also wir brauchen was mit viel Energie. So was würde da zum Beispiel reinpassen. Oder chemische Radikalreaktion. Wir studieren das auch unter Analog-Lokalität Pitch Lake in Trinidad. Und das ist ziemlich übles Zeug. Das ist flüssiger Asphalt. Aber wir haben dort auch Leben drin gefunden, Mikroben. Und das in mikroskopischen Wassertropfen, die da drin existieren. Also da wären auch Möglichkeiten, dass Leben so existieren würde. So, wir versuchen zu verstehen, wie Leben unter diesen extremen Bedingungen überleben kann. So, jetzt wollen wir noch ein bisschen über die Exoplaneten ein bisschen sprechen. Und es gibt verschiedene verschiedene Sonnen. Unsere Sonne ist in der Zwerg-G-Stern. Und da ist die habitable Zone. Ich mag den Begriff eigentlich nicht so sehr, weil der die falschen Glauben eigentlich induziert. Habitabel heißt in dem Sinn einfach, dass Wasser oben auf der Oberfläche existieren kann, auf der Planet, also Oberflächenwasser. Und dass es da stabil ist. Der Punkt hier ist, wenn wir einen K-Stern haben, der ist wesentlich geringere Luminosität, da muss der Planet näher dran sein und beim M-Stern muss er noch näher dran sein. Nun, die Sache ist, warum das wichtig ist, ist auch, weil die meisten Sterne in unserem Universum sind M-Sterne. Und dann die nächsten sind K und dann erst G-Sterne. Also unser Stern ist relativ selten. Und unser Stern ist eigentlich gar nicht so toll. Ich meine, im Prinzip, wenn wir uns das überlegen, weil K-Sterne sind wesentlich langlebiger und sind stabil für 15 Milliarden Jahre. Nur unser G-Stern, da ist die habitable Zone oder die lebensfähige Zone, ist am Wandern. Venus war mal habitabel, wo es Wasser und vor 4 Milliarden Jahren war es in dieser habitablen Zone. Die Erde ist es jetzt. Und in 4 Milliarden Jahren ist die Erde nicht mehr in der habitablen Zone. Da wird kein Leben auf der Erde mehr möglich sein. So in 4 Milliarden Jahren spätestens die Maus. Ist wahrscheinlich schon in 1 Milliarde Jahre aus die Maus für uns. Weil es dann einfach zu heiß wird. Ob wir jetzt Klima oder nicht haben, dass die Sonne wird immer heißer werden. Die paar anderen Sachen noch ist, dass die G-Sterne auch ziemlich viel UV und sowas haben, was auch nicht so ganz günstig ist. Wo wir auch noch gucken nach, ist vielleicht, was wir nennen superhabitabel. So, was ist, wenn ein Planet vielleicht noch habitabler oder noch besser als die Erde sein kann? Um irgendwelche Missverständnisse auszuräumen, für uns als Menschen der beste Planet, den es überhaupt geben kann, ist die Erde. Weil wir mit der Erde und mit dem Tierreich, mit den Pflanzen eine Koevolution haben. Wir sind am besten angepasst. Aber wenn wir das jetzt mal objektiv sehen von Organismen, die auf einem anderen Planeten aufwachsen, dann können wir sagen, dass wenn der Planet in einem Orbit im K-Stern ist, ist das eigentlich günstiger.
Wenn der Stern, wenn der Planet ein bisschen älter ist, ist es auch günstiger, weil mit der Zeit sich mehr Biokomplexität normalerweise entwickelt. Auch wenn es ein bisschen mehr Masse hat, eine feuchte Atmosphäre mit viel Sauerstoff und vor allen Dingen viele Küstenbereiche und Flachwasserzonen. Zum Beispiel ist ja auch die Erde hat sehr viele verschiedene Phasen durchgemacht. Ja. Es gab also auch mal ein Snowball Earth Event, wo fast die ganze Erde mit Eis bedeckt war. Da gab es nicht viel Leben und nicht viel Biodiversität auf unserem Planeten. Dann gab es den Karbon, wo es feucht, dschungelmäßig war und wo es diese Libellen gab, die so groß wie Vögel waren. Da gab es viel Biodynamität, Komplexität und Diversität. So, selbst die Erde hat sehr große Schwankungen. Ein großer Mond und Plattentektonik sind natürlich auch günstig. Und was wir mal gemacht haben in unserer Arbeit, ist mal zu gucken, von den Exoplaneten, die wir bis jetzt kennen, könnten da welche sein, die so habitabel wie Erde sind oder vielleicht noch habitabler? So, wir haben uns, inzwischen gibt es mehr als 5000 Exoplaneten. Wir haben uns 4500 angeguckt, die zu diesem Zeitpunkt bekannt waren. Und das ist hier die habitable Zone, die für uns interessant ist, weil sie auf dem ersten Blick erstmal günstig ist für Leben. Die anderen, das heißt nicht, dass die meisten Planeten unhabitabel sind oder so, aber dass so die größeren Planeten wie Jupiter sind einfacher zu detektieren, wo wir nicht glauben, dass Leben existiert. Nun, dann können wir hier reinzoomen und dann haben wir dort 24 Planeten gefunden, die besonders interessant sind, wo wir uns das ein bisschen näher angeguckt haben. Und das sind die Top-Kandidaten und von diesen Top-Kandidaten haben wir diese hier gefunden. Keinen, wo wir sagen können, okay, der ist wirklich super habitabel, aber die interessant wären. Das ist zum Beispiel KOI 5554.01. Das ist ein G-Stern noch, 6,5 Billionen Jahre alt, plus minus 2 Billionen. Ja, leider haben wir das nicht so genau. Radius ist im Prinzip genau wie die Erde, Temperatur 26 Grad. Das ist ein bisschen hoch, besonders wenn wir dann noch so einen Greenhouse-Effekt da drauf haben. Der K-Stern hier ist aber auch besonders gut, ist 5,5 Milliarden Jahre alt und eine Temperatur von 12 Grad Celsius. Wenn wir da noch einen Greenhouse-Effekt drauf haben, ungefähr 25 Grad oder 20 Grad, das könnte ganz gut sein. Aber das Problem ist eigentlich momentan, dass wir keinen guten, wirklich guten Kandidaten haben, weil alle diese Planetenkandidaten über 100 Lichtjahre weg sind. Und zum Beispiel KOI 5715 wurde vom Kepler Space Telescope im Sternbild Cygnus entdeckt und ist fast 3000 Lichtjahre entfernt. Also da werden wir demnächst nicht hinkommen. Nur wenn wir uns das angeguckt haben, da haben wir verschiedene Suchkriterien. Ein paar sind objektiv, ein paar sind mehr subjektiv. Die subjektiven ist natürlich erleben, wie wir kennen, wie wir es erwarten. Und da haben wir mit Sicherheit so einen gewissen Bias oder so dazu. Mit dem K-Stern sind wir ziemlich, können wir uns eigentlich ziemlich gut darauf verlassen, dass die eigentlich besser sind als G-Sterne. Nochmal kurz, was für Sie sicherlich auch interessant ist, das Fermi-Paradox. Gibt es intelligentes Leben woanders? Und das ist die Drake-Equation, die häufig dafür benutzt wird. Und das ist Enrique Fermi, der zu gewissen Story dann gemeint hat, dass eine Mal, als er bei der Kaffeestunde war und mit seinen Kollegen gesessen hat, gefragt hat, wo sind die Aliens? Die müssen doch eigentlich da sein, weil wir so viele verschiedene Planeten und sowas haben und Sterne. Und ich meine, ja, wir wissen jetzt, wir haben so viele Exoplaneten und wir werden noch viel mehr haben. Und wenn wir hier gewisse Zahlen reintun und das ausrechnen, dann kommt da normalerweise raus eine relativ hohe Zahl. Aber genau ein Beweis haben wir halt nicht. Und das ist dann die Diskrepanz oder das Fermi-Paradox. Dazu gibt es dann verschiedene Hypothesen. Die Rare-Earth-Hypothese ist, dass die Evolution von komplexem Leben
erfordert eine unwahrscheinliche Kombination von astrophysikalischen, geologischen und biologischen Gegebenheiten. Daher ist die Evolution zur Folge von Worten Brownlee von komplexen Leben sehr selten. William Baines und ich haben da eine andere Meinung. Wir glauben, dass die verschiedenen Innovationen oder Schlüsselinnovationen zur höheren Komplexität, dass es das verschiedene Wege gibt, das zu erreichen, und jedoch mit der gleichen Funktion. Und unsere Schlussfolgerung ist dann, wenn die Planeten lange genug habitabel bleiben, dann wird sich auf dieses Planeten auch komplexes Leben entwickeln. So, wir müssten eigentlich ziemlich viele Planeten haben mit komplexem Leben. Wie komplex ist eine andere Sache, weil die letzte Stufe zur technologischen Intelligenz oder zur Technologie ist auf unserem Planeten, soweit wir wissen, nur einmal passiert. So, das könnte vielleicht dieser Great Filter sein, wo es dann schwierig ist, weiterzugehen. Wie können wir finden, intelligente Extraterrestrische finden? Also wir benutzen meistens Radioteleskope, aber natürlich das Beste ist, wenn wir wirklich auf irgendeinem anderen Planeten landen und schauen. Und ich meine, wenn wir sowas finden auf einem anderen Planeten, dann wissen wir, das waren Aliens, weil der wird sich nicht von alleine zusammensetzen. Und wie wir die Raumfahrt betreiben, wir tun eigentlich unseren Schrott überall zurücklassen, auf dem Mond oder Mars oder wo auch immer wir landen. So, wenn jetzt Aliens kommen und das sehen würden, dann wissen wir, okay, das sind intelligente Lebewesen. Vielleicht nicht nachhaltig, aber intelligente. Die Zukunft ist Direct Imaging, zum Beispiel mit Starshade, wo dann das Licht des Planeten vom Stern separiert werden kann, weil das ist momentan das Hauptproblem, dass wir immer den Stern und den Planeten zusammen beobachten und dann schlecht sagen können, was für Charakteristiken der Planet hat. Aber das muss in exakter Formation fliegen. Also das wird in, vielleicht in 10 Jahren oder so erreichbar sein. Dann gibt es noch die Breakthrough Starshot-Initiative. Das ist ein Forschungsprojekt, um auf 1/20 der Lichtgeschwindigkeit zu kommen und interstellare Reisen zu ermöglichen. Was im Prinzip möglich ist, weil wir immer mehr beschleunigen können. Das Problem ist allerdings dann, wenn wir dann wirklich mal ankommen, irgendwo Alpha Centauri oder so, was 4,3 Lichtjahre entfernt ist, dann müssen wir auch abbremsen, sonst fliegen wir noch vorbei und können nur in einer Sekunde den Planeten uns angucken. So, also wir müssen dann in den Orbit reinkommen, das wird dann wieder schwieriger. Okay, und falls Sie noch mehr wissen möchten, ich habe da eine Zahl Bücher, besonders das lebendige Universum und auch einen Blog, searchforlifeintheuniverse.com. Eine Sache möchte ich noch machen, wenn ich noch ein paar Minuten Zeit habe. Und das ist ein Zusatzslide. Das ist der süßeste Alien, den ich auf dem Internet finden kann. Und was ich kurz machen will, um nur zu zeigen, wie sehr es von der Subjektivität abhängt, wenn wir suchen. Ja? Okay, das ist jetzt der Alien, der fliegt jetzt mit dem UFO hier vorbei. Ja? Und was sieht er auf unserem Planeten? Erstmal ganz viel Wasser. Ja? So, und dann sieht er, dass da große Gegenden sind ohne Wolken. Unser Alien ist schlau, der weiß, UV-Strahlung ist schädlich. Ja, das gibt uns Hautkrebs und sowas alles, ne? Und Sonnenbrand. So, das ist nicht gut, ne? Weil das ist zu viel blauer Himmel. Dann ist dieser aggressive, oxidierende Stoff da, den wir Sauerstoff nennen in der Atmosphäre, der ist auch nicht gut, ne? Und es gibt nur ganz geringe von organischen Stoffen, ganz wenig organische Stoffe da. Ne? Und das wird ja immer nur genommen, wenn da keine Organik ist, ist da kein Leben. Ne? Also da kann eigentlich kein Leben sein. Ne? Und wenn sich unser Alien das noch ein bisschen näher ansieht, sieht er die Atmosphäre mit 21% Sauerstoff. Das ist eine Explosionskonzentration. Jetzt kriegt unser Alien Angst. Ne? Also den will ich mir ja wirklich nicht angucken, den Planeten. Ne? Und dann guckt er sich das doch noch näher an und da sieht er die ganzen Feuer im Sommer, ne, in Griechenland und in Kalifornien und sowas. So, der Planet ist schon am Abfackeln.
Und überhaupt, wie könnte eigentlich, das ist ja fast alles Wasser, ne? Wie könnte da eigentlich Leben in so einem Stoff sein, den wir Wasser nennen? Wir tun uns doch die Hände damit waschen, der löst doch alles auf, da kann ich doch keine Organik bauen. Da kann doch gar kein Leben sein. So, es kommt darauf an, was unser Blickwinkel ist, ja? Weil wir uns, wenn wir uns das nur so, wie wir Leben auffassen und wie wir funktionieren, wenn wir das zu eng sehen, dann sind wir wie der Alien, der jetzt da vorbeifliegt. Und nur um sicherzustellen, es gibt genug Hinweise, dass es auf der Erde Leben gibt, ja. Danke. Herr Schulze-Makko, ganz, ganz herzlichen Dank für diese spannende Fahrt. Wir nehmen, glaube ich, einiges mit. Und nicht nur die Frage, die spannende Frage, ob wir alle Marsianer sind, sondern ich glaube auch dieser abschließende Blick auf unsere, ja, zum Teil eigentlich seltsame und verrückte Erde aus der Sichtweise eines Aliens. Das war doch wirklich sehr, sehr spannend und anschaulich. Vielen, vielen Dank dafür. Wir sehen uns ja dann in der großen Runde dann auch nochmal und da können wir auch noch einiges aufgreifen. Da können Sie auch Ihre Fragen stellen. Jetzt machen wir aber erstmal und zwar ganz, ganz geschwind weiter und zwar mit Frau Gerhild. Bornemann, kommen Sie gerne schon mal zu mir. Das Mikrofon liegt auch schon bereit. Da brauchen Sie, nee, das liegt schon oben bei Ihnen tatsächlich, genau. Ist schon vorbereitet. Und da kommen wir jetzt mal so von der Suche nach Leben zum menschlichen Leben im All und auch zur Bioökonomie und was die Bioökonomie da für eine Rolle spielt. Und da sind wir sehr gespannt drauf, Frau Bornemann. Ja, herzlichen Dank für die Einführung. Ich bin ja schon vorgestellt worden, Gerhild Bornemann vom DLR. Ich beschäftige mich eigentlich nicht direkt mit Bioökonomie. Das ist ein Begriff, der in der Weltraumforschung so gar nicht vorkommt. Aber wir machen halt Sachen, die sehr ähnlich sind. Ich dachte, ich fange mal kurz an mit einer Definition von Bioökonomie, obwohl wir jetzt ja vorher schon diesen Film hatten, der schon sehr viel erklärt hat. Das ist die Definition des Deutschen Bioökonomierates. Die Erzeugung und Nutzung biologischer Ressourcen, um Produkte, Verfahren und Dienstleistungen in allen wirtschaftlichen Sektoren im Rahmen eines zukunftsfähigen Wirtschaftssystems bereitzustellen. Das ist eine Definition von Bioökonomie auf der Erde. Im All nennen wir das anders. Wir nennen das In-Situ Resource Utilization. Das heißt, wir wollen Ressourcen nutzen, die wir vor Ort vorfinden, damit wir auf der Rakete nicht so viel einpacken müssen, weil jedes Kilo kostet furchtbar viel Geld, wenn man zum Mond oder zum Mars möchte. Beide Definitionen lassen einen ganz wichtigen Begriff außer Acht, nämlich das Recycling. Weil wir können natürlich immer Ressourcen regenerativ herstellen, auf dem Acker anbauen, mit Algen und allem produzieren. Aber am besten ist es ja, wenn wir alles im Kreislauf führen und unseren Müll einfach als Ressource betrachten und den weiter und wieder nutzen. Und da liegt nämlich auch mein Arbeitsbereich. Im Bereich der Lebenserhaltungssystemforschung. Das Lebenserhaltungssystem braucht jeder Astronaut, der in den Weltraum fährt, weil er sonst nicht überleben kann, weil der Weltraum eben nicht Sauerstoff, den passenden Druck, die passende Temperatur bereitstellt, sondern das müssen wir alles technisch bereitstellen. Es gibt unterschiedliche Lebenserhaltungssysteme. Da gibt es welche, die sind eine Einbahnstraße. Das heißt, man nimmt seine Vorräte mit ins Weltall, isst sie auf, veratmet sie und nimmt sie dann mit zurück. Das kann man machen, wenn man zum Beispiel die Space Shuttle Mission, die 10 Tage ging, da hat man natürlich jetzt nicht große Recycling-Systeme mitgeschleppt, weil es einfach gar nicht nötig war. Aber wenn man wirklich bis zum Mars will oder auch schon auf dem Mond, dann sollte man Kreisläufe herstellen. Und auch schon auf der ISS gibt es Kreisläufe. Also auf der ISS gibt es ein sogenanntes physikalisch-chemisches Lebenserhaltungssystem. Da gibt es Sachen, das kann man vergleichen zum Beispiel mit Umkehrosmoseanlagen, die manche am Wasserhahn hängen haben, um den Kalk daraus zu holen. Damit kann man zum Beispiel das Wasser aus dem Urin recyceln. Und wenn es um Wasser und Atmosphäre geht, ist die ISS auch tatsächlich schon zu 87% geschlossen, der Kreislauf.
weil man könnte einfach nicht so viel Wasser dahin schaffen, wie die Astronauten und Astronautinnen da halt brauchen. Aber diese 87% beinhalten nicht Lebensmittel. Das heißt, Lebensmittel werden ja, man kennt ja diese Astronautennahrung, ne, dieses wunderbar getrocknete Zeug aus Tüten, was sie da essen. Das wird alles hingekarrt in der Rakete, jedes Mal, wenn die Astronauten und Astronautinnen da ausgetauscht werden. Und wenn wir Lebensmittel im Weltraum herstellen wollen, dann brauchen wir biologische Lebenserhaltungssysteme, weil wir haben noch keine Möglichkeit, direkt Nährstoffe aus Müll herzustellen, weil es immer Mikroorganismen und Pflanzen als Primärproduzenten braucht, um Lebensmittel herzustellen. Und das ist dann das biologische Lebenserhaltungssystem. Und ich habe das in diesem Schema da mal so aufgemalt. Habe ich hier einen Pointer? Ja. Bei mir ganz zentral in meiner Forschung ist das Abwasser. Das Abwasser enthält sehr viele Nährstoffe, die durch Mikroorganismen aufbereitet zu Dünger werden. Und mit dem Dünger können wir Pflanzen anbauen und damit die Nährstoffe zurück zu den Astronauten bringen. Unser Projekt dazu heißt Combined Regenerative Organic Food Production. CROP kurz ist viel einfacher. Combined, eben, ne, wir verbinden verschiedene Systeme, weil wir immer ein Recycling-System, was den Müll zu Dünger macht, mit einer Anbaueinheit, was Pflanzen anbaut, verbinden. So ist vor 10 Jahren mal dieser Name entstanden. So, und jetzt komme ich zu dem Grund, warum mein Design von meinen Folien so gelb ist. Ich habe mich nämlich die letzten 10 Jahre mit dem Recycling von Urin beschäftigt. Urin-Recycling. Urin ist was ganz Tolles. Urin enthält Harnstoff. Es heißt ja auch Harn. Harnstoff ist eine Stickstoffquelle. Es ist ein organischer Stoff, das heißt, die Pflanzen können das nicht direkt aufnehmen. Also man kann den Pflanzen nicht Harnstoff hinschmeißen und die nehmen das auf, sondern da brauchen wir den Zwischenschritt von Mikroorganismen, die erstmal den Harnstoff essen und wenn die dann was ausscheiden, kommt irgendwann Nitrat hinten raus. Und Nitrat kennt jeder, ist der Stickstoffdünger schlechthin, der von Pflanzen sehr schön aufgenommen werden kann. Ein herrlicher Stickstoffdünger. Das passiert tatsächlich hier auf der Erde einfach im Boden, weil wir ja Bodenmikroorganismen haben. Die machen diesen Vorgang, die nehmen sich die organischen Materialien und machen Dünger draus. Wir haben keinen Boden im Weltraum, also wir werden keinen 2 Tonnen Gartenerde oder sowas mitnehmen, wenn wir da mal Pflanzen anbauen wollen, sondern hydroponische Systeme verwenden. Was heißt, wir müssen diese Bodenorganismen in eine technische Umgebung überführen, so sagen wir das immer. Und diese technische Umgebung ist dieser Rieselfilter. Da sind solche Lavasteine drin, also Aquarianer kennen die gerne. Rote Eifellava, sehr geeignet für Biofilter. Auf diesen Steinen können diese Bodenorganismen, Mikroorganismen sehr gut wachsen und eben dann auch ihre Aufgabe erfüllen, nämlich den Harnstoff zu Nitrat umzubauen. Der Filter ist sehr einfach aufgebaut, einfach aus dem Grund, ich versuche immer möglichst technisch einfache Systeme zu bauen, weil Astronauten sind ja auch keine Sanitärspezialisten oder so, sondern die müssen, bevor sie da hochfliegen, lernen, mit diesem System umzugehen. Und deswegen habe ich hier ein System, was unten aus dem Tank besteht, wo der Urin eingefüllt wird. Da ist eine Pumpe drin, die pumpt den Urin durch diesen Filter immer im Kreis, sodass der immer wiederholt in Kontakt mit diesen Mikroorganismen kommt und die bauen eben dann den Harnstoff um zu Nitrat. Das soll so möglichst einfach bleiben. Und dann habe ich meinen Stickstoffdünger. Man hat natürlich ein bisschen das Problem, Urin kann mit Krankheitskeimen belastet sein. Eigentlich ist Urin sehr sauber. Also wenn der aus der Niere in die Blase läuft, ist der keimfrei. Aber wir haben ja auch noch äußere Harnwege, da wird er dann schon wieder kontaminiert. Und dann vielleicht gibt es dann auch noch Verschmutzung durch den Kot. Es liegt alles sehr nah beieinander, die Ausführöffnung. Und dann kann es sein, dass halt Bakterien aus dem Kot zum Beispiel auch in den Urin kommen. Außerdem nehmen wir sehr gerne Medikamente. Und diese werden hauptsächlich über den Urin ausgeschieden. Und die finden wir da auch drin wieder. Es hat auch Vorteile, der Urin. Zum Beispiel der Schwermetallgehalt ist weit geringer als in Mineraldüngern, also zum Beispiel Blaudünger, wie man den für den Garten kennt. Und
die Produktion verbraucht weit weniger Energie. Aber wenn wir jetzt den Urin auf einer Raumstation vor allem auf so engem Raum verwenden wollen, müssen wir den natürlich keimfrei machen, wenn wir damit Lebensmittel herstellen wollen. Was heißt, wenn der bei uns aus dem Filter kommt, muss der erst pasteurisiert werden, so wie Milch auch zum Beispiel pasteurisiert wird und auch viele Lebensmittel. Dann haben wir eine keimfreie Kropplösung, so nennen wir das dann. Und danach läuft er über einen Aktivkohlefilter, der nimmt dann die Medikamentenreste noch raus und dann haben wir einen sauberen Dünger. So, dann fragt man sich, okay, Urin, normalerweise geht man ja aufs Klo und dann macht man alles zusammen und dann kommt noch das Spülwasser dazu. Normalerweise bekommt man nicht mit einer normalen Toilette einfach getrennten Urin, der völlig getrennt vom Kot ist. Auf der ISS ist das tatsächlich anders. Da gibt es dann die Toilette hier für den Kot. Da müssen sich die Astronauten passgenau draufsetzen, damit es nicht nachher irgendwie durch die Gegend fliegt. Alle Systeme stehen da ein bisschen unter Unterdruck, damit es auch in die richtige Richtung gesaugt wird. Sonst klopfen die immer oben wieder an, wenn man aufstehen will. Das geht nicht. Und der Urin wird tatsächlich hier durch so einen Schlauch gesammelt. Da oben sieht man dieses gelbe Teil, das ist dieser Trichter. Auch da ist so ein kleiner Luftzug, der das in die richtige Richtung dirigiert. Und somit haben wir einen ganz getrennt gesammelten und sehr sauber auch gesammelten Urin, den wir dann verwenden könnten für unsere Düngerproduktion. So, jetzt habe ich einen Dünger, jetzt muss ich natürlich auch noch ein Gewächshaus haben, sonst bringt mir das alles nichts. Das machen die Kollegen vom Institut für Raumfahrtsysteme in Bremen. Die haben ein Gewächshaus gebaut, das heißt das Eden-ISS-Gewächshaus. Und die haben das in so einen Standard-Container gebaut, wie er auf Handelsschiffen auch verwendet wird. Das ist so ein 40-Fuß-Container, heißen die, High-Cubes. Und die haben da rein ein Gewächshaus gebaut, wo man Gemüse und Kräuter anbauen kann. Natürlich keine Blumenerde da reingetan, sondern eine besondere Variante eines hydroponischen Systems, was Aeroponik heißt. Und dann haben sie das Ding in die Antarktis verfrachtet und da für das Team der Forschungsstation, der Neumeier-Station, 2 Winter lang Gemüse produziert. Sehr erfolgreich. Ich habe jetzt hier auch noch mal eine Innenansicht von diesem Gewächshaus. Hier sieht man das aeroponische System. Das heißt, hier ist eine kleine Düse über den Schlauch verbunden mit einem Nährstofftank. Und die spritzt die Düngerlösung direkt auf die Wurzeln der Pflanzen. Deswegen muss diese Düngerlösung perfekt ausgewogen sein und auch in den richtigen Intervallen und in der richtigen Menge da immer draufgesprüht werden. Dann können die Pflanzen so ohne Erde wachsen, während die Wurzeln eigentlich frei in diesem Kasten hängen. So, und dieser Container, der hat ungefähr 28 Quadratmeter Grundfläche. Und diese Regale, die da eingebaut worden sind, die ergeben dann ungefähr 12,5 Quadratmeter Anbaufläche. Und jetzt mit den Pflanzen, die da drin waren, verbraucht das ungefähr 6 bis 7 Gramm Stickstoff pro Tag. Und das entspricht tatsächlich dem Stickstoff, der in nur 1 bis 1,5 Liter Urin enthalten ist. Was heißt, 1 bis 1,5 Liter, das ist der Urin einer Person. Und mit diesem Stickstoff haben sie 286 Tage lang 268 Kilo Gemüse hergestellt. Das heißt, es ist jetzt Gemüse, was einen sehr geringen Stickstoffbedarf hat, wie Salat und Gurken und sowas, weil das sind alles Pflanzen, die sehr viel Wasser enthalten. Aber es ist schon eine große Menge und wenn man einen ganzen Winter in so einer Station auf der Antarktis eingesperrt ist, dann freut man sich wirklich jeden Tag über seinen Salat. Und die Betreiber der Neumeier-Station haben auch tatsächlich jetzt gesagt, die Kollegen sollen in die Neumeier-Station in einem Raum so ein Gewächshaus einbauen, damit das weiterhin so betrieben werden kann, weil das die Leute einfach furchtbar glücklich macht, so der Salat pro Tag. Auch dieses Gewächshaus ist ein relativ geschlossener Kreislauf. Auch da wird das Wasser recycelt. Und das Schöne ist, wenn man macht den Dünger aus Urin, verwendet den da drin. Und die Pflanzen nehmen ja das Wasser auf, zusammen mit den Nährstoffen. Und die Pflanzen nehmen ja immer mehr Wasser auf, als sie jetzt behalten. So, sie schwitzen auch was aus. Und das Wasser, was aus den Pflanzen kommt,
ist sehr sauber schon. Und das wird dann über so ein Atmosphärenmanagementsystem wieder gesammelt, nochmal gereinigt und dann hat man wieder sauberes Trinkwasser. Das heißt, ich habe nicht nur Lebensmittel hergestellt, sondern auch Wasser gereinigt. Im Fall von diesem Gewächshaus geht das dann immer wieder zurück in diesen Frischwassertank, um dann wieder für die Düngung benutzt zu werden, weil das relativ weit von der Station entfernt war. So, was hat das jetzt mit Bioökonomie auf der Erde zu tun? Da gibt es den Begriff Sanitärwende, den haben so Leute wie ich geprägt. Das ist so analog zur Energiewende. Wir wollen eine Sanitärwende. Also was wir haben, ist ja Abwasserbehandlung. Wir gehen aufs Klo, haben Urin und Kot zusammen mit Spülwasser. Das geht dann noch zusammen mit Industrieabwasser und Straßenabläufen und allem in die Kläranlage. Da haben wir die biologische Stufe, die dann Stickstoff entfernt, das Phosphat bindet. Und dann kommt da hinten relativ sauberes Wasser raus. Und eine Menge Klärschlamm, das sind die ganzen Bakterien, die dann abgefischt werden, weil sie halt immer mehr werden und sich auf diesen Nährstoffen immer weiter vermehren. Das ist ein relativ effizientes System in Deutschland, also 80% des Stickstoffs und 90% des Phosphats werden tatsächlich auch aus dem Wasser ausgeschleust. Aber trotzdem, weil es gibt einfach unglaublich viel Abwasser, sind 22% des Stickstoff und 33% des Phosphors, was wir in unseren Oberflächengewässern hier wie dem Rhein finden, stammen aus Kläranlagen. Ne, da wird ja immer die Landwirtschaft so verteufelt, aber auch wir sind dafür verantwortlich. Es kommt aus unseren Haushalten auch. Und der Klärschlamm, man hat den ja früher oft auch zum Düngen benutzt, macht man heute fast nicht mehr, weil er inzwischen so stark mit Schwermetallen belastet ist, die von den Straßenabläufen kommen und auch mit Mikroplastik, also Reifenabrieb, was man damit auf die Äcker bringen würde. Und deswegen macht man es heute eigentlich fast nicht mehr und der wird verbrannt und deponiert. Wir haben ja also eine ziemliche Einbahnstraße im Moment. Man kann es anders machen. Das ist jetzt so der Traum von allen Wissenschaftlern in meinem Bereich. Wir nehmen das Abwasser, wir machen da die Schadstoffe raus, machen Nährstoffe draus und dann gibt es die Nahrungsmittel zurück. Das ist dann die Sanitärwende, nämlich eine Verwendung der Nährstoffe, die im Abwasser enthalten sind. Und so könnte das zum Beispiel aussehen. Man hat eine Toilette, die Kot und Urin trennt. Die werden behandelt im Keller, Urin zu Dünger. Hier wird dann, hier ist nochmal vorgeschaltet, sowas wie eine Biogasanlage, sodass man auch noch Methan hat und dann der ganze behandelte Rest geht dann auch auf den Acker. In diesem Haus ist es noch ganz toll, da gibt es dann auch noch eine Verwendung von den Abwasser aus der Waschmaschine und aus den Handwaschbecken, was dann wieder tatsächlich zu Trinkwasser aufbereitet wird. Und dann haben wir eben Dünger produziert und einen Haufen Wasser gespart, vor allem wenn man trockene Toiletten verwendet, also Toiletten, die gar keine Toilettenspülung mehr haben. Kennt vielleicht schon mal jemand von dem einen oder anderen Festival, da stehen inzwischen häufig auch Komposttoiletten. Das ist genau das, was das meint. Und so könnte tatsächlich jeder im Jahr 15 bis 30 Kubikmeter Wasser sparen, wenn man nur die Klospülung weglässt. Was ja jetzt in Zeiten des Klimawandels auch nicht unwichtig ist. Und wenn man jetzt natürlich noch die Raumfahrt damit reinbringt, dann bauen wir ja unseren Kropffilter unten im Keller für die Urinverwertung ein und setzen das Eden-ISS-Gewächshaus aufs Dach. Dann haben die Leute, die in diesem Haus wohnen, ihr Essen gleich wieder. Und wenn man sich das jetzt auf eine große Stadt vorstellt, dann könnte man so eine Stadt zu einer Agrarregion machen. Was heißt, auf jedem Dach steht irgendwie so ein Gewächshaus und wir haben eine unglaublich produktive Region, die ganz viele Lebensmittel herstellt. So, das ist jetzt eine Utopie, da sind wir noch weit von entfernt, aber wir könnten das so machen. Dann können wir das noch mal kurz zusammenfassen, die Sanitärwende. Ne? Die Trockentrenntoiletten, die so viel Wasser einsparen. Wenn man das auf Deutschland rechnet, sind das tatsächlich 1 Million Kubikmeter pro Jahr. Das ist so viel wie die Müritz, der größte See Deutschlands.
Und was auch schön ist, wenn man jetzt in der Toilette nicht mehr spült, dann werden die Nährstoffe, die da ausgespült werden, werden nicht mehr verdünnt. Weil der Urin, habe ich ja gesagt, das ist ja ganz toll, weil da ganz viele Nährstoffe drin sind. Es ist aber tatsächlich nur 1% unseres Abwassers. Das heißt, wenn wir die Nährstoffe nutzen wollen und so eine Spültoilette und unsere Kanalisation, wie sie jetzt ist, benutzen, verdünnen wir das so stark, dass sich das schon fast nicht mehr lohnt, das zu recyceln. Das heißt, also diese Separation oder diese Trennung an der Toilette direkt ist dann schon ein sehr wichtiger Schritt. Und gleichzeitig haben wir dann auch keine Verschmutzung eben durch die Straßenabläufe und die Industrieabwässer. Und wenn man das jetzt auf Deutschland bezieht, können diese Nährstoffe, die man aus dem Toilettenabwasser recycelt, tatsächlich 25% des Mineraldüngers ersetzen, den wir verbrauchen auf unseren Äckern. Das wollte ich Ihnen sagen. Ich danke Ihnen sehr für Ihre Aufmerksamkeit. Ich habe hier noch ein paar Internetseiten von uns draufgesetzt, die unseres Instituts. Dann haben wir immer eine Probandensuche. Also wer mal bei uns in einer Studie mitmachen möchte und so tun möchte, als wenn er ein Astronaut wäre und der unter Schwerelosigkeit lebt, kann sich da bewerben und dann ein paar Wochen bei uns in unserem NV-Hub, unserer Forschungseinrichtung, an einer Studie teilnehmen. Wir haben natürlich unsere eigene Internetseite für unser Projekt. Und dann gibt es noch das Netzwerk für nachhaltige Sanitärsysteme, das im Internet Informationen zu Trockentoiletten und so weiter und zu alternativen Sanitärsystemen im Allgemeinen bereitstellt. Und damit bin ich fertig. Dankeschön. Ja, wir danken Ihnen, Frau Bornebahn. Das war wirklich eine spannende Reise. Und ja, wir sehen schon, die Probandensuche, die stößt auf Interesse. Ganz klar. Aber natürlich nicht nur die Probandensuche. Also ganz, ganz herzlichen Dank. Das war wirklich sehr, sehr spannend, dass Sie uns mitgenommen haben eben auf Raumstation und was eben alles schon geht. Und natürlich auch in die Sanitärwende. Also das ist auf jeden Fall sehr, sehr spannend. Da sprechen wir nachher auch nochmal weiter. So, last but not least dürfen wir jetzt Dr. Carsten Monska zuhören. Und da gibt es einiges zu erfahren. Wir gucken jetzt mal, wir gucken jetzt mal wieder zurück, ne, vom All bzw. der Weltraumforschung auf die Erde und auf die Landwirtschaft auf der Erde. Auch hier sind wir sehr gespannt und wir hören Ihnen sehr, sehr, sehr gerne zu. Ja, vielen Dank, guten Abend. Warum in die Ferne schweifen? Ne? Man kann doch auch die Perspektive mal wieder zurück in Richtung Erde lenken. Und hier zum Beispiel ein Satellitenbild der Stadt Mainz und dem Umland, wo halt auch Landwirtschaft stattfindet. Ich habe heute zwei Themen mitgebracht. Das eine ist landwirtschaftliche Informationen aus dem All. Was ist überhaupt alles möglich aktuell? Und dann das andere Thema sind kosmische Neutronen und wie kann ich die für die Landwirtschaft nutzen. Das erste Thema, haben Sie wahrscheinlich erraten, war auch in diesem Themenvideo schon zu sehen. Es geht um Satelliten. Also Satelliten nutzen wir heute für das landwirtschaftliche Management. Und hier auf der rechten Seite sieht man zum Beispiel in Kalifornien die sehr intensive Landwirtschaft mit einem Radarbild mal aufgenommen. Das heißt, wir können sehr viele verschiedene Variablen und sehr viele verschiedene Eigenschaften von Pflanzen, von Böden, von landwirtschaftlichen Systemen vom All aus beobachten. Das sind Satelliten, also die gesamte Satellitenflotte der Europäischen Weltraumagentur. Und wir starten hier schon in 2010. Die ersten Satelliten gab es aber auch schon in den 70er Jahren, wo wir halt die Erde mit beobachtet haben. Wir haben also lange Zeitreihen an Daten. Und die Zeit geht halt hier bis in die Zukunft. Das heißt, wir haben auch neue Satellitensysteme, die geplant sind. Hier auf der rechten Seite sieht man die meteorologischen Satelliten, die halt eher die Atmosphäre im Blick haben. Das heißt, dort werden Daten aufgenommen, die für die Wettervorhersage notwendig sind. Dann haben wir aber auch das Copernicus-Programm. Da hat man vielleicht schon mal was von gehört. Also wenn jetzt zum Beispiel irgendwelche Satellitendaten in Online-Medien oder sowas
darüber berichtet wird, dann wird oft das Copernicus-Programm genannt. Und da haben wir die Sentinels. Sentinel heißt Beschützer, das heißt, das sind unsere Beschützer. Wir beobachten halt die Erde und können dann auch Maßnahmen treffen, um einzugreifen in bestimmten Fällen. Und dann haben wir diesen wissenschaftlichen Bereich, das heißt, da werden halt neue und innovative Methoden entwickelt, um neue Variablen, neue Informationen zu bekommen, die erstmal getestet werden. Zunächst erstmal mit Sensoren auf dem Boden, dann mit Sensoren auf dem Flugzeug und dann macht man eine Satellitenmission und bekommt halt da einen Test, wie man halt neue Informationen erhalten kann. Relativ einfach ist zum Beispiel die Messung des Chlorophyllgehalts vom Satelliten aus. Das heißt, ich schaue mir zwei verschiedene Spektralkanäle an und die Relation von denen, die gibt mir Informationen über den Chlorophyllgehalt von Vegetation. Und das ist halt wichtig für die Bioökonomie, für die landwirtschaftliche Produktion. Hier zum Beispiel für den indischen Subkontinent. Man sieht halt, wie sich über das Jahr verteilt dann die einzelnen Gegenden, wo Pflanzen wachsen, dann wieder abtrocknen in Sommermonaten. Das heißt, damit kann ich ein Monitoring vom Aufwuchs und Abreife von Pflanzen machen. Und ich kann aber auch Schäden damit erfassen, um dann irgendwann einzugreifen, wenn jetzt irgendwo Schäden auftreten. Und über diese Information kann ich auch eine Ertragsprognose machen. Man kann das über komplette Kontinente machen. Man kann aber auch, wenn wir jetzt auf eine höhere räumliche Auflösung gehen, zum Beispiel hier eine Ertragsprognose für die Ukraine machen, ausgehend von der Messung des Chlorophyllgehaltes. Man kann aber noch weiter reingehen, wie hier zum Beispiel über eine Satellitenflotte von Planet Labs. Das ist ein privater Anbieter, das heißt, es sind nicht nur die nationalen oder internationalen Raumfahrtagenturen im Weltraum unterwegs, sondern auch private Anbieter, die da wirklich auch ein wirtschaftliches Interesse haben, Satelliteninformationen für die Landwirtschaft zum Beispiel zu verkaufen letztendlich. Hier zum Beispiel diese Bewässerungskreise, da kann ich sogar innerhalb eines Kreises sehr gut differenzieren, wo die Pflanze aktiv ist zum Beispiel. Ausgehend davon kann ich aber auch andere Spektralkombinationen nutzen und dann zum Beispiel den Pflanzenwassergehalt abschätzen. Dazu nutze ich wieder einen Sentinel, der fliegt in 786 Kilometer Höhe. Und über diesen Pflanzenwassergehalt kann ich erst Informationen zum Beispiel über Trockenstress erhalten. Das heißt, nicht nur der Chlorophyllgehalt ist wichtig, sondern auch, wie vital ist die Pflanze generell. Und diese Informationen kann ich dann zum Beispiel auch für die Bewässerungsplanung nutzen. Sind wir schon beim Wasser? Verdunstung ist auch ein sehr wichtiges Thema. Und zu diesem Thema gibt es unten auch einen Tisch, habe ich gesehen, wo mit Thermalinfrarot-Sensoren zum Beispiel ein landwirtschaftliches Feld beobachtet wird. Und das ist genau dieses Prinzip hier. Es gibt eine Wasserseite, das Blaue, und es gibt eine Energieseite, das Rote. Und beides zusammen brauche ich für die Verdunstung. Also wenn ich unter Normalbedingungen, wenn eine Pflanze unter Normalbedingungen transpiriert oder verdunstet, dann verliert sie viel Wasser. Ich muss das Wasser aber in den gasförmigen Aggregatzustand bringen und dafür brauche ich Energie. Das heißt, die Pflanze gibt halt sehr wenig Wärme in die Umgebung ab. Wenn ich aber jetzt Wasserstress habe, dann habe ich kein Wasser mehr zum Verdunsten. Ich kann die Energie nicht für die Verdunstungs,
Kühle nutzen. Also gibt die Pflanze halt auch sehr viel Energie wieder ab. Das heißt, die Pflanze verliert ihre Kühlungsleistung. Und das kann ich zum Beispiel für die Landwirtschaft nutzen, diese Information. Hier haben wir einen Sensor, einen Thermalinfrarotsensor auf der ISS. Die fliegt in 402 Kilometer Höhe. Und da hat die Firma Constella hat da einen Testlauf für ihre Sensoren, hat dann eine Kamera installiert. Und hier kann man zum Beispiel diese kreisförmige Bewässerung in den USA sehen. Das heißt, diese Temperaturmessungen erfassen die Kühlungsleistung der grünen Vegetation und ich kann halt eine Energiebilanz berechnen, sodass ich von dieser dann auf die Verdunstung schließen kann. Das heißt, ich kann über die Information der Oberfläche der Pflanzen einen Wasserverlust für den Boden berechnen. Das heißt, ich nutze die Pflanze sogar als Sensor für Bodeneigenschaften, weil mit optischen Fernerkundungsmethoden kann ich den Boden nicht sehen, wenn da Vegetation drüber ist. Aber über diese Transpiration, über diese Verdunstungsleistung kriege ich Informationen über den Boden raus. Und das ist wieder ein Beispiel, was ich halt für die Bewässerungsplanung dann nachher nutzen kann. Kommen wir zum nächsten Thema, die solarinduzierte Fluoreszenz. Was ich zuvor gesagt habe, das sind alles Fernerkundungsmethoden im optischen Bereich, die mir zum Beispiel auch einen Schaden an der Pflanze zeigen können. Aber das Problem ist, dass ich diese Information erst bekomme, wenn schon ein Schaden an der Pflanze entstanden ist. Wenn zum Beispiel über Trockenstress, wenn die Pflanze ausgedocht ist, dann sinkt der Chlorophyllgehalt und das kann ich halt hier messen. Das heißt, der Schaden ist schon passiert. Das ist halt das große Problem dabei. Das Neue an dieser solarinduzierten Fluoreszenz ist halt sehr spannend, dass ich mit dieser Messung direkt eine Photosyntheseinformation bekomme. Das heißt, wenn die Sonne auf die Pflanzen scheint und damit nimmt die Pflanze Energie auf, die wird dann aber nicht dick, wenn sie zu viel Energie aufnimmt, sondern die fängt an zu leuchten. Also die Pflanzen, die leuchten auch in bestimmten Bereichen, aber leider kann man das mit dem bloßen Auge nicht sehen. Aber deswegen nutzen wir Spektrometer im Labor zum Beispiel. Oder wie in diesem Fall von dieser neuen Flex-Mission, die jetzt 2025 gestartet wird, vom All aus. Und die soll in 814 Kilometer Höhe fliegen. Das heißt, diese Kopplung von der Photosynthese und der dabei entstehenden Fluoreszenz, diesem Leuchten der Pflanzen, kann ich nutzen, um über die Prozesse, die in der Pflanze passieren, mehr herauszufinden. Das heißt, wenn ich zum Beispiel einen Stressindikator habe, wenn die Pflanze gestresst ist, dann hört die auf, in diesem Bereich zu leuchten. Das heißt, dann ist die Pflanze aber noch nicht geschädigt. Das heißt, es ist eine Frühwarninformation. Und das ist halt sehr spannend für uns in der landwirtschaftlichen Anwendung von Fernerkundung, diese Frühwarninformation zu bekommen. Wie zum Beispiel hier, das ist ein Luftbild im Rheinland bei uns in der Gegend. Oben das, was man optisch sieht und unten das, sieht man das Leuchten dieser Pflanzen. Das ist halt für uns eine Zusatzinformation, die wir auch dann nutzen wollen. Was wir jetzt bis jetzt gesehen haben, das sind alles eher optische Systeme. Aber wir können auch Mikrowellen nutzen, um Informationen über Pflanzen zu bekommen. Pflanzen oder Böden. Zum Beispiel haben wir den Sentinel-1-Satelliten, das ist ein Radarsatellit. Der fliegt um 693 Kilometer Höhe und damit können wir die oberflächennahe Bodenfeuchte erfassen. Also ein Radarsensor oder Radartransmitter, der schickt einen Mikrowellenimpuls auf die Erde und dann an einer rauen Oberfläche wird dieser Radarimpuls gestreut und wird dann teilweise auch zurück zum Sensor geleitet.
in Volumen oder ja, die Vegetation, die ist im Radarbereich, wird ja als Volumen wahrgenommen. Das heißt, ich habe hier mehrere Streuungen innerhalb des Blätterwerks und an Ästen und so weiter. Und diese Information verändert die Radareigenschaften. Und das, was nachher zum Sensor zurückgeleitet wird, ist charakteristisch für diese Volumenstreuung. Und dann gibt es eben noch diese Doppelreflexion, zum Beispiel am Boden, am Stamm von Bäumen oder an Gebäuden. Und diese drei Informationen, die kann ich im Radar trennen. Das heißt, ich kann zum Beispiel unter einer Vegetation, die eine Volumenstreuung hat, kann ich die Volumenstreuung trennen von der Oberflächenstreuung am Boden. Das heißt, sogar unter Vegetation kann ich damit Informationen über den Boden erhalten und diese Informationen beinhalten Informationen über die Bodenfeuchte. Ja, Kollegen haben das mal für Nordspanien gemacht und da kann man sehen, dass man für jedes Feld in einem größeren Gebiet die Bodenfeuchte berechnen kann. Hier ist zum Beispiel in Castilla y León, in Nordspanien, ist ein Flusslauf und dann wird halt Flusswasser genutzt zur Bewässerung. Deswegen sind in diesem Bereich halt sehr viele relativ feuchte Böden zu finden. Ja, und dann diese Information ist halt auch wieder wichtig, um zu sehen, habe ich Wasserstress an der Pflanze oder eben nicht. Ich kann aber auch noch auf verschiedene andere Art und Weisen Bodenfeuchte detektieren. Also ich habe, als ich nach hier gekommen bin, GPS benutzt und wahrscheinlich ziemlich viele von euch dann auch. Man kann zum Beispiel auch GPS nicht nur für die Navigation benutzen, sondern auch zur Detektion von Bodenfeuchte. Die GPS-Satelliten fliegen in ca. 20.200 Kilometer Höhe, also relativ hoch. Das ist also sehr viel mehr als das, was diese Satelliten, die ich bis jetzt gezeigt habe. Und wenn ich mit dem Auto fahre, dann nutze ich das direkte Signal von dem Satellit oder von mehreren Satelliten eben, um dann die genaue Verortung zu bekommen. Weil ein GPS sendet Mikrowellensignale aus, genauso wie in dem vorherigen Beispiel. Aber ich kann halt nicht nur dieses direkte Signal nutzen, sondern auch das reflektierte Signal am Boden. Früher konnte man beim Fernsehen gucken so ein gewisses Geisterbild sehen, also wo das erste Bild so ein bisschen zeitlich versetzt nochmal auftauchte. Vielleicht kennen Sie das noch. Und im Prinzip ist es genau das. Das erste Bild ist das, was das Signal ausmacht. Und das zweite Bild ist das, was an der Oberfläche reflektiert worden ist. Und dieses reflektierte Signal hat eben wieder Informationen über die Bodenfeuchte. Wie hier zum Beispiel eine Aufnahme über dem Amazonasgebiet von Cygnus. Das ist ein Satellit, der in 525 Kilometer Höhe fliegt. Und allein die Signalstärke zeigt mir halt schon, dass ich ein sehr spannendes Flusssystem habe. Und diese Information kann ich sogar unter einem dichten tropischen Regenwald erhalten. Das ist halt mal eine komplett neue und innovative Methode, wie man Messungen oder Satelliten, die es sowieso schon gibt, für andere Zwecke, für die eigenen Dinge kapern kann. Das war dieser Satellitenteil. Kommen wir jetzt zu dem kosmischen Neutronen. Wie kann ich die kosmischen Neutronen für die Bewässerung nutzen? Keine Idee, oder? Kosmische Neutronen entstehen, wenn auf der Sonne zum Beispiel diese Sonneneruptionen entstehen. Da werden Neutronen emittiert, nicht nur auf unserer Sonne, sondern auch auf den anderen Sonnen. Und diese Neutronen, die fliegen halt extrem schnell
haben sehr viel Energie. Und wenn die dann bei uns auf die Atmosphäre treffen, dann kann es sein, dass sie zum Beispiel an Aerosolen oder an Wassermolekülen oder so dann auftreffen. Und dann erstens werden die dann verlangsamt. Die können auch die Richtung ändern. Und die können dann aus diesem Aerosol oder aus dem Wasser andere Neutronen herausschlagen. Das heißt, wenn ich ein Neutron habe, dann nach dem Auftreffen auf ein Molekül habe ich nachher eventuell zwei Neutronen. Und das passiert halt immer weiter, sodass nachher am Ende ich eine ganze Kaskade von Neutronen habe, initiiert von einem Einzelnen. Und das nutze ich für die Messung der Bodenfeuchte. Ist ja logisch. Ne? Also mit einem solchen System hier, ein ganz einfaches Messprinzip, das stelle ich in ein Feld, wie bei uns hier im Rheinland. Diese kosmischen Neutronen, die können entweder dann in den Boden eindringen und treffen dort zum Beispiel auf Wasserstoff, auf Wasser, H2O, hat zwei Wasserstoffatome. Und insbesondere die Kollision mit dem Wasserstoff, die verlangsamt diese Neutronen. Das heißt, ist sehr wahrscheinlich, dass dieses Neutron dann im Boden verbleibt und keinen weiteren Schaden mehr anrichtet. Es kann aber auch sein, dass so ein Neutron auf schwere Atome trifft, wie zum Beispiel Silizium, und dort abprallt, wieder zurückprallt. Und dann kann das durch die Luft fliegen und dann hier an einem Detektor dann gemessen werden. Das heißt, wenn ich also viel Wasser im Boden habe, dann ist es sehr wahrscheinlich, dass die Neutronen im Boden bleiben. Wenn ich wenig Wasser habe, ist es sehr wahrscheinlich, dass die Neutronen dann wieder aus dem Boden wegemittiert werden wird und ich viele dann am Detektor messen kann. Und dieses Verhältnis wird dann halt verwendet, um Bodenfeuchte zu messen. Ein Kollege vom UFZ Leipzig, der Martin Schrön, der hat sich mal den Spaß draus gemacht, ist ja uninteressant, wenn ich das Ding nur auf ein Feld stelle und nicht an einem Ort nur messe. Er hat einen Sensor auf einen Regionalzug installiert im Harz und dieser Zug fährt dann mehrere Kilometer am Tag und am nächsten Tag wieder die gleiche Strecke. Und so hat er dann ein bestimmtes Profil von der Region oder von dieser Strecke gemacht über die Zeit. Also man sieht hier Dezember, Januar, Februar, also im Winter wird es hier blauer, also das heißt feuchter. Und im Sommer wird es dann halt eher rot und es wird trockener. Und so kann man dann auch nicht nur zeitliche Informationen ableiten aus dieser neuen Messmethode, sondern auch über den Raum verschiedene Informationen bekommen. Das waren die kosmischen Neutronen, das waren die Satelliten. Jetzt ist die Frage, wie bringe ich diese Informationen denn zusammen? Was kann der Landwirt denn letztendlich am Ende dann benutzen? Und da gibt es verschiedene Farmmanagementsysteme. Und da sind zum Beispiel so Dinge wie der Chlorophyllgehalt oder spezielle Vegetationsindizes, die sind da halt eigentlich schon Standard in solchen Managementsystemen. Aber ich kann halt noch mehr Informationen hineinbringen. Das heißt, ich kann zum Beispiel hier über eine App kann ich meine Felder organisieren, kann halt Informationen über die Bodenfeuchte ableiten und so weiter und kann halt genau sagen, wann ich bewässern soll, wann ich Düngemittel applizieren soll und so weiter. Das heißt, wenn ich halt sehr viele Informationen in dieses System einbringe und dann noch am besten künstliche Intelligenz nutze, um dann diese Informationen zu verarbeiten, dann kann ich halt die Prozesse in einem Betrieb sehr gut optimieren und zwar sogar in fast Echtzeit. Und wenn ich schon mal alles digitalisiert habe in so einem System, dann kann man sich im Prinzip auch den
denjenigen sparen, der den Traktor fahren muss, weil die Informationen liegen alle vor und man kann letztendlich, wie hier in diesem Beispiel, führerlos die Maschinen losschicken und die Arbeit machen lassen. Damit vielen Dank. Ihnen ganz herzlichen Dank. Bleiben Sie auch gerne schon dort, weil wir kommen jetzt nochmal alle zusammen und sprechen miteinander. Gerne. Sie können auch gerne schon einmal Platz nehmen hier auf dem ersten Stuhl. Sie haben das Mikrofon 1 schon bereit. Genau, setzen Sie sich gerne hin. Wir bauen gerade noch einen Tisch auf und dann können Sie auch gerne schon einmal Platz nehmen hier auf den Stühlen. Den Stuhl, den schnapp ich mir, damit ich Sie alle im Blick habe. Den reserviere ich mir schon mal. Und ja, ich glaube, ich könnte mir vorstellen, nach den tollen Vorträgen sind wir sehr gespannt und auch sehr neugierig. Ich kann mir auch vorstellen, dass Sie vielleicht ein paar Fragen haben. Melden Sie sich, meldet ihr euch bitte jederzeit und kommt mit rein in den Dialog und diskutiert mit und fragt mit. Ihr seid herzlich willkommen bei uns in unserem Dialog. So, jetzt holen wir gerade noch die Mikrofone, da helfe ich gerade mal mit. Und die Nummer 3. Bitte schön. So, jetzt setze ich mich auch mal dazu. Wow, das waren wirklich tolle Vorträge. Vielen, vielen Dank dafür nochmal. Und ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber ja, wir haben ja jetzt wirklich tolle Einblicke gewonnen in das, was Sie tun, was Sie forschen und in welchen Bereichen Sie zu Hause sind. Jetzt haben wir die Möglichkeit, Sie auch persönlich nochmal ein bisschen näher kennenzulernen und zu gucken, wie Sie auch zu Ihren Themen gefunden haben. Ich glaube, das ist auch eine ganz spannende Frage. Bei Ihnen, Herr Schulze-Marko, war es ja auch sehr, sehr spannend zu sehen. Für uns ist vielleicht diese Frage oder diese Suche nach Leben im All erstmal eine relativ abstrakte Frage. Sie haben dieses Thema uns ja sehr lebendig vermitteln können und uns auch zeigen können, wie praktisch diese Suche aussehen kann. Wie kam es denn dazu? Können Sie uns kurz ein bisschen mitnehmen auf ein paar Stationen? Wie kam es dazu, dass diese abstrakte Frage bei Ihnen ein ganz praktischer Arbeitsbereich wurde und ein Forschungsthema, für das Sie sich interessieren und ja, wo Sie sich auch immer wieder neu motivieren? Das ist eine gute Frage. Ich meine, ich war immer fasziniert, wenn ich in den Weltraum geguckt habe, ob da anderes Leben ist. Und ich habe angefangen, eigentlich Geowissenschaften zu studieren, aber nur nach Stein zu gucken, wurde mir ein bisschen langweilig. Und dann, wo Leben mit Umwelt verbunden war oder mit Gestein und sowas, das fand ich dann wirklich spannend. Und ich hatte halt mehrere Stationen gehabt. Ich war dann das eine Mal noch in der Wüste nach Wasser am Suchen und dann Wasser und Leben passt dann irgendwo zusammen und fand es immer interessant, was für vielleicht andere exotische Lebensformen es gibt und wie einfallsreich wirklich das Leben ist, um zu überleben unter sehr extremen Bedingungen. Und gerade halt auch in der Wüste, wo es halt unter extremen Bedingungen sehr schwierig ist. Oder auch wo wir forschen, im Asphaltsee, im flüssigen Asphaltsee, wo es eigentlich lebensfeindlich ist. Aber dass es dann trotzdem immer noch geht und mich dann so rein zu versetzen auf anderen Planeten und Monden, die wir inzwischen in unserem Sonnensystem zumindest sehr, sehr gut kennen, von der Umweltbedingung, wie Leben da funktionieren könnte. Mhm. Ja, Frau Bornemann, ich komme zu Ihnen. Sie haben Biologie studiert und ich glaube, Umweltschutz war immer für Sie ein Thema, auch schon im Studium, was Sie begeistert hat. Wie kam es denn dazu, dass Sie das in einen Bereich ja übersetzt haben, Ihr Thema, in die Raumfahrt, was ja jetzt vielleicht nicht sofort naheliegend ist. Wie kam das denn dazu? Also eigentlich habe ich im Studium und bis zu meinem Doktor tatsächlich was ganz anderes gemacht. Hatte auch nicht viel mit Umweltschutz zu tun, sondern ich war tatsächlich Zoologin und habe Insekten erforscht, und zwar das Paarungsverhalten von Skorpionsfliegen. Und ein Problem mit dieser Beobachtung von Insekten ist, dass es, sobald es draußen regnet, dann sitzen die nur noch rum. Weil klar, die wollen nicht im Regen herumfliegen. Wenn die von einem Tropfen getroffen werden, dann stürzen sie ja ab. Und deswegen habe ich mich immer darüber geärgert, dass wir in dem Institut, wo ich damals gearbeitet hatte, keine vernünftigen geschlossenen Systeme hatten. Mhm. Wir hatten zwar sogenannte Klimakammern, aber
die waren trotzdem genauso feucht wie draußen. Und tatsächlich hatte ich dann einen Studienkollegen, der sich auch für geschlossene Systeme interessiert hat. Und irgendwann hat er dieses Projekt initiiert und ich bin mit eingestiegen beim CROP-Projekt. Mhm. Und über den Weg dann da reingekommen, also quasi über ein paar Umwege auch. Ja, ich meine, es hat ja viel mit Biologie zu tun und es musste auch jemand her, der ein bisschen rechnen kann, so hieß es damals. Und das bin halt ich jetzt, die ganzen Bilanzen rechnet und die Prozesse genau aufnimmt und statistisch auswertet. Und das ist halt mein Job in dem Projekt. Ja. Herr Monska, wie kam das bei Ihnen? Wir haben ja jetzt angesehen, es geht darum, Informationen zu finden für die Landwirtschaft. Wie kam es bei Ihnen zu diesem, zu diesem Forschungsweg, dort Informationen zu finden? Und nehmen Sie uns mal mit auf Ihren Forschungswerdegang ein bisschen. Ja, also ich fand immer spannend, wie die Dinge zusammenhängen. Ja. Insbesondere, wenn man sich die Klimatologie anguckt, wenn man quasi die Wetter- und Klimabedingungen anschaut, was passiert da mit der Vegetation, wo geht das Wasser hin und so weiter, was entstehen dafür bestimmte Kreisläufe. Das war immer eigentlich für mich ein spannendes Ziel. Und dann ging es eigentlich darum, mal einen Wasserkreislauf zu berechnen und da auch schon Satellitendaten mit einfließen zu lassen. Und das ist eben am Institut Agrosphäre bei uns am Forschungszentrum Jülich passiert. Und da gab es halt immer auch schon diese landwirtschaftliche Zielrichtung. Aber wirklich Fahrt aufgenommen hat das eher der Vorbereitung auf eine Satellitenmission. Das war eine europäische Satellitenmission, SMOS, Soil Moisture Ocean Salinity, wo man Bodenfeuchte und den Salzgehalt der Ozeane messen kann. Und die ist 2009 gelauncht worden und im Vorfeld schon wurden halt Studien und Testmöglichkeiten geschaffen, die in diesem Umfeld um sich auf die ersten Daten, die wir dann überhaupt bekommen, schon mal vorzubereiten. Und dann ging es eigentlich bei mir erst in dem Feld los. Ja, sehr interessant. Ich sage zwischendurch, wir haben ein Mikrofon. Das heißt, wenn ihr Fragen habt, dann meldet euch einfach. Ich nehme das dann wahr und auf und dann kommt das Mikrofon zu Ihnen und zu euch. Sind schon Fragen da? Noch nicht? Doch, da ist eine. Und dann kommt das Mikrofon sofort zu Ihnen. Sehr gut. Herr Professor Schulze-Makroch, mit dem Leben auf der Venus, oder wie stellt man sich das ungefähr vor, in der Atmosphäre, gibt es da Missionen, die das mal biologisch analysieren? Ich glaube, es gibt die Da Vinci-Mission, die fliegt dann da auch durch, aber die macht im Prinzip, oder die analysiert nur die Chemie. Gibt es da irgendwelche Labors oder sowas an Ballons oder gibt es dafür Pläne, das danach genauer zu suchen? Und wie stellen Sie sich das vor? Wie kann das da leben und ist das nur in einzelnen Tröpfchen und verbinden die sich oder was passiert da? Oder was könnte da passieren? Ist ja alles hypothetisch. Im Jahr 2025 ist es geplant, dass da eine Mission vom MIT stattfindet, die dorthin fliegt, in die Wolkenatmosphäre und diese Aerosole oder diese Tröpfchen oder so analysiert, ob da Organik drin ist. So, das ist eigentlich das Naheliegendste, was wir haben. Die beiden NASA und die ESA-Emissionen, die haben keine direkte Relevanz dafür. Wie wir uns das vorstellen, ist, dass die wenn es dort Zellen gibt, könnten die eigentlich nur in der Wolkendecke sein. Und es würde so sein, dass es Bakterien sind, die so von Schwefel oder diesem gelben Schwefel eingeschlossen sind. Und dass den Schwefel im Prinzip benutzen, um die UV-Strahlung
in Licht von sichtbaren Wellenlängen umzuformen, um Photosynthese zu machen. Und die Idee ist dann, dass diese Aerosole in dieser Wolkenschicht, die relativ stabil ist, bleiben, ab und zu werden ein paar absinken und zu weit runterfallen und verglühen, aber dass die Reproduktionsrate im Prinzip die Biomasse ungefähr konstant hält. So, das ist im groben Ganzen, wie wir uns das vorstellen. Ja. Und wie erzeugen die das Phosphin? das ist eine gute Frage. Die Sache mit dem Phosphin, also pH 3, die Sache ist, die Venus ist eine oxidierende Atmosphäre. Und deswegen ist das pH 3 irgendwo als Bioindikator angesehen. In Jupiters Atmosphäre haben wir auch pH 3, aber das ist reduzierend, da würden wir es erwarten. Also wir denken, dass das pH 3 irgendwie produziert wird. Die Sache ist, einerseits ist es ein bisschen komisch, dass das pH 3 abgegeben werden würde, weil Phosphor ja sehr wertvoll ist für Lebensformen. Hatten wir das ja auch in den anderen Vorträgen gehabt. Es könnte natürlich auch irgendwie anders, es könnte auch vulkanisch produziert werden, obwohl da eigentlich nicht viel pH 3 rauskommt. Wie das jetzt genau funktioniert oder so, wissen wir nicht, aber wir müssen natürlich davon ausgehen, wenn es dort Leben gibt, es könnte auch mit der Erde verwandt sein, aber das ist unter sehr extrem anderen Umständen als auf der Erde, so dass wir nicht alle biochemischen Vorgänge kennen, die da passieren könnten. Es ist halt nur seltsam, dass es da wirklich da ist und dass es so eine Art Herausforderung, Rätsel, was wir irgendwie lösen müssen. Mhm. Es gibt auch Leute, die sagen, das war eine falsche Detektion, dass das war wirklich nur Schwefeldioxid oder so. Aber es sieht eigentlich aus, dass es tatsächlich eine Detektion war. Aber es ist natürlich sehr gering, das ist in Parts per Billion ungefähr da in diesem Range. Ne? Wie viele Kühe sind das? Da habe ich nicht auf Kühe umgerechnet. Tut mir leid. Das ist vielleicht noch eine Aufgabe, die es noch zu lösen gilt, das umzurechnen. Vielen Dank erstmal an Sie, vielen Dank auch Ihnen. Und ich würde gerade mal bei Ihnen, Frau Bornemann, weitermachen. Wir sind ja hier mit einigen Forschungsthemen, einigen Forschungsgebieten und auch einigen Disziplinen vertreten. Ne? Zu einem Thema, Sie hatten ja vorhin schon, Herr Monska, die Zusammenhänge genannt, ne, die Sie interessieren. Und die Zusammenhänge würden mich jetzt auch mal interessieren im praktischen Arbeiten und in Ihrer Forschung. Da kommen ja viele Disziplinen zusammen. Ne? Interdisziplinäres Arbeiten ist da so das Stichwort. Das stelle ich mir auf der einen Seite sehr, sehr bereichernd vor und manchmal auch vielleicht ein bisschen anstrengend oder herausfordernd. Geben Sie mir da recht oder wie ist das so? Ja, also wir arbeiten. Das Mikrofon. So. Ja, wir arbeiten natürlich in einem Team. Ich habe auch eine Raumfahrtingenieurin im Team, die die Systeme ja dann auch bauen und testen muss, damit sie dem Druck auch standhalten und so weiter. Wir haben einen, der zwar Biologe ist, aber eigentlich ein Naturtalent für Elektrotechnik hat und sehr viel Elektrotechnik macht. Wir brauchen Sensoren, wo dann oft die Sachen aufeinandertreffen ein wenig ist die Herangehensweise von Naturwissenschaftlern und Ingenieuren. Die ist sehr unterschiedlich, weil wir Naturwissenschaftler sagen, okay, wir haben das jetzt rausgefunden und jetzt schmeißen wir die Bakterien da mal in das System rein und probieren das aus und gucken, was passiert. So. Dann machen wir Langzeitexperimente und die Ingenieure gehen genau umgekehrt. Die rechnen erst alles aus und bauen dann. Und dann kann es natürlich mal sein, dass wir sagen, ach komm, jetzt rechne nicht so viel und du mit deinen Sicherheiten da immer. Und ne. Aber bei uns im Team funktioniert das tatsächlich sehr gut. Also da gibt es wenig wirklich Konflikte, sondern nur manchmal so, oh, jetzt hat sie da schon wieder 1000 Grenzen ausgerechnet oder sowas. Ja, Herr Monska, wie erleben Sie das? Wie wichtig ist der Austausch zwischen Disziplinen oder vielleicht auch immer wieder neue Impulse aus neuen Disziplinen zu gewinnen? Ja, natürlich extrem wichtig. Ein Beispiel, ich habe ja heute gezeigt, was man zum Beispiel alles sehen kann, ja, vom Satelliten aus. Aber es gibt noch viele andere Bereiche, die wir jetzt nicht direkt erfassen können, aber die wir ausrechnen können. Das heißt, wir können Zeitreihen von Satellitendaten nutzen, um
Modelle zu korrigieren. Zum Beispiel, man kennt das ja aus der Wettervorhersage, da werden auch Wettermodelle berechnen. Im Prinzip das, was in der Atmosphäre passiert. Und die werden korrigiert mit Satellitendaten von der Atmosphäre. Und wir machen im Prinzip das Gleiche, dass wir gucken, wir sind halt nicht nur rein Fernerkundler, die halt die Satellitendaten nutzen, sondern wir haben auch Modellierer, die die Systeme modellieren, die berechnen, wie ist der Austausch von Wasser und Energie an der Erdoberfläche, wie viel Wasser dringt in den Boden ein, wie viel Wasser wird erneuert das Grundwasser, wie viel fließt dann in die Flüsse ab. Das heißt, wir können dann auch mit relativ einfachen Satellitendaten, aber komplexen Modellen, die dann damit gefüttert werden, andere Dinge ausrechnen, wie Flutvorhersagen, wie Grundwasserstandsänderungen. Dann kommen noch andere Kreisläufe dazu, wie zum Beispiel Kohlenstoff, Stickstoff, Phosphor. Das sind alle wichtige Elemente, die in der Landwirtschaft halt wichtig sind. Und das sind halt verschiedene Bereiche von Spezialisten, die dann auch zusammenarbeiten müssen. Ja. Und diese Schnittstellen, die sind meiner Meinung nach eigentlich am spannendsten, dass man sich dann auch mal in neues Terrain vortraut und dann mal abseits von seinem Tellerrand oder über den Tellerrand hinausschauen kann. Ja, absolut. Ich gucke mal wieder ins Publikum. Haben wir? Ja, da ist eine Frage. Da kommt das Mikrofon zu Ihnen. Ich habe eine Verständnisfrage zu dem ersten der drei sehr interessanten Vorträge. Warum wirkt sich ein Mond und Plattentektonik oder Vorhandensein von Mond und Plattentektonik positiv auf die, wie war das Wort, Habitabilität? Auf Englisch ist Habitability, ist ein bisschen ist vielleicht nicht einfacher, aber. Plattentektonik ist, weil das eigentlich der große Recycling-Mechanismus der Erde ist, wo neue Kruste gebildet wird und alte Kruste subduziert wird. Das ist dadurch, dass die Erde auch ziemlich viel Wasser hat und Ozeane ist, sind das Kleidmittel und dann werden neue vulkanische Exhalationen kommen wieder raus und altes Material wird subduziert. Und dann, dadurch gibt es auch immer wieder neue Nährstoffe. Das ist also dieser riesige Motor. Wenn wir an eine globale Biosphäre denken, dann glauben wir eigentlich nicht, dass es ohne Plattentektonik möglich ist oder irgendeinen ähnlichen Mechanismus, den wir vielleicht nicht kennen. Mars zum Beispiel hat damals für die ersten Hunderte von Millionen Jahren eventuell Plattentektonik gehabt, aber hat keine mehr. So, wir würden also da keine globale Biosphäre erwarten, sondern vielleicht lokale Bioinseln oder so, wo es Leben gibt, wo diese hydrothermalen Vents sind. Zum Beispiel die hydrothermalen Vents, die sind fast alle auch assoziiert wieder mit den Plattentektonikgrenzen. Da gibt es auch die Erdquellen, die Vulkane, die hydrothermalen Vents. So, das ist im Prinzip der Energiemechanismus der Erde. Mit einem Mond ist es ein bisschen vielleicht schwieriger zu verstehen, aber der bringt auch wieder ziemlich viel Energie in das ganze System, weil wir haben ja das Wattenmeer oder die Gezeiten, wo das Wasser hoch und runter geht. Die Wattenmeer oder diese Tidal Flats ist möglich, dass die assoziiert sind auch mit dem Ursprung des Lebens. Und diese Gezeitenwirkung sehen wir auch sehr stark im Mond Europa. Und dadurch ist unter der Eisdecke, haben wir dort auch flüssiges Wasser, durch die Energie, die da in dieses ganze System wieder hineingebracht wird. Von daher sehen wir das als sehr günstig an. Mit dem Mond, wie gesagt, gibt es ein gewisses Fragezeichen, weil wir nicht genau wissen, ist das wirklich für den Ursprung des Lebens wichtig oder in der Frühphase, ich weiß nicht, ob Sie das wissen, war der Mond wesentlich näher an der Erde dran. Also diese Gezeitenwirkung waren wesentlich stärker. Also der Mond hat unheimlich großen Teil des Himmels abgedeckt zu diesem Zeitpunkt. Und heutzutage ist der Mond immer noch mehrere Zentimeter jedes Jahr weiter nach außen am Driften, weiter weg von der Erde am Driften. Also wir haben ein sehr dynamisches System deswegen.
Ja, vielen lieben Dank erstmal für die Frage und ja, auch für die Neugier. Und ich blicke in viele neugierige Gesichter hier. Und ich könnte mir vorstellen, dass vielleicht auch die eine oder andere Person vielleicht auch sich so fürs Thema interessiert, dass ja, vielleicht da auch berufliche Perspektiven vielleicht ja, gesehen werden. Und jetzt haben wir ja hier ExpertInnen hier, die uns da vielleicht auch ein bisschen weiterhelfen können. Wir haben ja viel in die Zukunft geschaut, wir haben viel reingeschaut, welche Forschungsbereiche ja auch eine gewisse Schubkraft haben und ja, auch das ganz praktisch erlebt. Ich habe jetzt gerade mal so ein bisschen nachgedacht, wie ich zu meinem Studiengang gekommen bin. Ich komme aus einem anderen Bereich, ich komme aus den Geisteswissenschaften und ich habe mir so überlegt, wie bin ich da eigentlich gelandet. Ich hatte erstmal eine ganz große Frage, wie das oftmals so ist. Ich wollte die ganze Welt verstehen, deswegen bin ich zur Philosophie gegangen und das war für mich dann irgendwie so konsequent. Astrobiologie wäre auch interessant. Wäre auch, ja, richtig, das wäre auch gegangen. Man muss dann halt immer irgendwie eine Entscheidung treffen, die ist dann gefallen auf die Philosophie tatsächlich. Ich habe mich ganz wohl drin gefühlt, aber tatsächlich jetzt so mit zunehmendem Alter interessiere ich mich für noch viel, viel mehr. Und es ist immer sehr schwierig, da dann so den eigenen Weg zu finden und zu gucken. Wenn ich jetzt hier sitze und sage, ich interessiere mich mindestens für die Welt und auch darüber hinaus fürs All und Nachhaltigkeit, Umweltschutz ist auch noch ein Thema. Wollen wir mal ein bisschen Berufsberatung machen mit Ihnen? Was würden Sie, Herr Monska, was könnten Sie empfehlen? Wo gibt es Potenziale, vielleicht einen Studiengang oder vielleicht auch einen Ausbildungsweg oder wo sagen Sie, da kann man in den nächsten Jahren auch vielleicht echt was mitbewegen und da passiert was. Das könnte ein interessanter Karriereweg sein. Ja, okay. Also mein Thema, das kann man ja von sehr vielen verschiedenen Perspektiven anschauen. Also es gibt die Technik im All. Das heißt, wenn ich Satelliten oder Sensoren bauen will, dann kann man zum Beispiel Physik oder Raumfahrttechnik studieren. Dann gibt es die geowissenschaftliche Anwendung, Geografen, die gucken sich auf die, wie die Dinge zusammenhängen, das habe ich getan, um dann Informationen aus dieser Technik herauszuziehen, für die Prozesse, die stattfinden an der Landoberfläche. Dann kann man das von der Anwendungsseite sehen, zum Beispiel Leute, die eher praktisch orientiert sind, die auch so eine Technik einfach nur nutzen wollen, um dann auch Feedback zu geben an die Entwickler. Mhm. Landwirte nutzen das heutzutage schon. Also mein Blick, der ging gar nicht so weit in die Zukunft, sondern das, was ich gezeigt habe, ist alles aktuell schon möglich. Nur die Dinge müssen zusammengefasst werden. Und die, Landwirte sind ein großes Anwendungsfeld. Aber dann gibt es aber auch noch die Datenwissenschaften, wie zum Beispiel, also Sie haben die große Anzahl an Satelliten gesehen, da kommen jeden Tag mehrere Terabyte an Daten auf uns zu und die gilt es einfach zu nutzen. Und Datenwissenschaftler können auch diese Dinge erstmal die Informationen erschließen, aber dann auch neue Informationen generieren. Das heißt, Big Data ist da ein Thema, künstliche Intelligenz und dann natürlich die gesamte Anwendungsentwicklungsschiene. Also es sind sehr viele verschiedene Bereiche, die man dann sich anschauen kann. Gibt es einige Perspektiven. Ja, super. Vielen Dank. Ja, Frau Bornemann, Sie sind schon auf Probandensuche gegangen. Was gibt es für Berufstipps, die Sie uns mitgeben können? Also wenn man in meinem Bereich arbeiten möchte, ist natürlich Raumfahrtingenieur, wenn man jetzt die Ingenieursseite, Raumfahrtingenieur, Ingenieurin kann man studieren. Wie gesagt, das ist dann mehr der Bau der Systeme und man entwickelt natürlich auch viele Ideen, wie man zum Beispiel Experimente im All machen kann und so weiter. Dann die biologische Seite. Klar, wir müssen wissen, wie unsere Pflanzen funktionieren. Wir müssen wissen, wie sich die Schwerelosigkeit oder die reduzierte Schwerkraft auf dem Planeten sich auf sie auswirkt, wie sich die Strahlen auf sie auswirken. Das ist eigentlich alles aus dem Bereich der Biologie. Mhm. Und klar, wenn man sich das Gewächshaus anguckt,
Gartenbau gehört auch noch dazu, also ein bisschen mehr auf die landwirtschaftliche Fakultät dann bezogen und Abwasserbehandlung. Das ist ja auch ein Ingenieursstudiengang oder Umwelttechnik. Also ich habe auch einen Kollegen aus der Umwelttechnik, der jetzt bei uns auch mitarbeitet. Mhm. Das sind jetzt so die verschiedenen Bereiche, die bei uns vertreten sind. Ja, super. Da gibt es auch verschiedene Ansatzpunkte und Wege auch quasi in Ihren Bereich. Wunderbar. Herr Schulze-Markuch, Sie haben mich rückwirkend beraten zu meinem Studiengang. Was gibt es noch für Tipps? Was gibt es noch so für vielleicht auch aufstrebende Bereiche, wo Sie sagen, ja, das hat Potenzial? Also ich sehe das eigentlich so, dass man das machen muss, was einen wirklich total interessiert, was einen nachts nicht schlafen lässt oder so, wo man denkt, okay, hier kann ich wirklich was machen. Und ich meine, in der Astrobiologie ist es die alte philosophische Frage, are we alone, sind wir allein? Und wen das interessiert, den interessiert dann Astrobiologie mit seinen ganzen verschiedenen Facetten. Von der Jobsuche ist mit Astrobiologie immer ein bisschen schwierig, weil das halt theoretisch ist, beziehungsweise es ist dann halt so unter Extrembedingungen, zum Beispiel, wenn wir versuchen herauszufinden, was für Organismen in extrem Umweltbedingungen leben. So, je nachdem, ich sage meinen Studenten eigentlich immer, als Astrobiologe brauchst du ein Bread-and-Butter-Item, also Brot und Butter, wo du dich mit ernähren kannst. Auch. Also so. Du solltest also immer noch ein Standbein, zum Beispiel, wenn du chemisch angehaucht bist, in der Chemie haben. Mit Chemie kann man prima Ursprung des Lebens erforschen, aber dann irgendwie auch noch in der Chemie ein Bein drin haben. Wenn man von der Mikrobiologie kommt, genau von der Mikrobiologie noch ein Bein drin haben. Von den Geowissenschaften in den Geowissenschaften noch ein Bein. So, wenn es vielleicht schwierig gibt, Forschungsprojekte zu bekommen oder gewisse Forschung zu machen, dass man dann nicht auf einmal arbeitslos wird oder so. Aber ich denke, dass eigentlich von der Zukunft her mehr und mehr Möglichkeiten gibt, weil wir die Raumfahrt weiter vorangetrieben wird und von den ganzen Raumfahrtmissionen, besonders von NASA und eigentlich von ESA auch, und im Vordergrund steht die Suche nach dem Leben. Mhm. Super, vielen Dank. Ich gucke wieder mal ins Publikum und sehe ich Fragen? Ah, da hinten. Oh, sogar zwei. Fangen wir erstmal dort an. Das Mikrofon ist in der Nähe. Da hinten war, glaube ich, eine Wortmeldung. Ja, dort. Zuerst mal vielen Dank für die interessanten Vorträge heute. Ich muss sagen, dass als ich Kleinkind hatte, immer Angst vor dem Atomkrieg und vor der Invasion des Aliens. Und jetzt bin ich beruhigt, das zu wissen, dass unsere Erde nicht so interessant für die Aliens ist. Vielen Dank dafür. Also meine Frage ist, was halten Sie von dem Mars-Projekt, dass wir leben auf dem Mars, um ein angeblich geschlossenes System? Wie sehen Sie aus wissenschaftlicher Sicht und aus moralischer Sicht der beiden? Ich nehme mal an, das ist jetzt primär eine Frage an mich. Also Mars-Projekt ist natürlich wissenschaftlich hochinteressant, weil man natürlich den Mars dann erforschen kann und wir auch wirklich sehen, ob unsere Systeme funktionieren. Aber da liegt dann auch das ethische Problem. Wir schicken da ja Menschen hin und wir müssen wirklich, wirklich sicher sein, dass sie da überleben. Wir können nicht sagen, ach, wir gucken mal. Da kommen dann wieder die Ingenieure ins Spiel, die das dann alles vorher genauestens ausrechnen müssen. Also ich würde es wagen, wenn ich das System kenne, vielleicht mein eigenes entwickeltes System da auch mit drin ist. Aber es ist halt trotzdem noch mit einem Risiko behaftet. Und ein weiteres großes Problem ist die Psychologie in der Richtung, weil wenn so viele Leute eigentlich je größer die Gruppe ist, deswegen wird es vielleicht schon einfacher, aber wenn kleine Gruppen zusammengesperrt sind, dann können da wirklich soziale Dynamiken entstehen, die auch sehr interessant sind, aber auch sehr problematisch sind. Also
Ich bin da immer ein bisschen zwiegespalten. Also wir sind jetzt ja im ersten Schritt jetzt erstmal auf dem Weg zum Mond. Das ist ja noch relativ nah zur Erde, wo man sagen kann, so, wir holen unsere Leute jetzt zurück und brechen das alles ab. Und deswegen finde ich, wir sollten es auf dem Mond erstmal gründlich testen, bevor wir wirklich riskieren, Menschen bis auf den Mars zu schicken und sie da eben einem Experiment auszusetzen, was halt wirklich auch fatal enden kann. Ich weiß nicht, mit dem ethischen Problem, ich weiß nicht, hast du vielleicht mehr gemeint mit dem indigenen Leben, das da auf dem Mars leben könnte? Mit den, ja, das auf der beiden, yeah, beiden Sicht, genau. Das ist natürlich was im Kopf behalten werden müssen, obwohl ich glaube, wir als Menschen sind da immer ein bisschen arrogant dahingegen und denken, dass alle Erdorganismen besser geeignet sind, auf dem Mars zu leben, als irgendwelche Marsorganismen, die auf dem Mars leben. Ich glaube, wenn es indigenes Leben auf dem Mars ist, dann ist das wesentlich besser adaptiert zum Mars als irgendwelches Erdleben. So, das zu dem Punkt erstmal. Und ich denke, das ist da ist das natürlich ein Risiko. Aber auf der anderen Seite, ich glaube, wir müssen das vorantreiben. Da ist erstmal eine Gefahr, dass irgendwann in der Zukunft wir alle nur an irgendwelchen visuellen Computern hängen und keine Raumfahrt mehr machen, weil das uns zu gefährlich ist und weil da ja mit Risiken verbunden sind. Aber wir sind eine Spezies, und was ich über unsere Spezies mag, dass wir Exploration machen, dass wir versuchen, dass wir neugierig sind, versuchen, neue Sachen herauszufinden. Und zweitens, glaube ich, hängt damit auch unser Überleben zusammen. Wenn wir uns wirklich nur auf unseren Planeten konzentrieren und nur machen, was total sicher ist, dann kommt irgendwann ein Asteroid mit dem Namen Erde zu uns geflogen und wir haben dasselbe Schicksal wie die Dinosaurier. Übrigens nur kurz, ich glaube, für die Aliens würde unser Planet extrem interessant sein, weil es biologische, komplexe Organismen gibt, aber nur deswegen. Ja, eine Wortmeldung habe ich da hinten noch gesehen, richtig? Ja, super. Den Fahrten ins Weltall. Wie sehen Sie das, oder gibt es da Tendenzen, dass man sich zusammentut, dass man dafür Verantwortung übernimmt, für den Schrott, der dann da oben bleibt? Ja, auf jeden Fall. Also es gibt ja inzwischen ein Monitoring auch des Schrotts, der schon in der Erdumlaufbahn herumfliegt. Ich glaube, da sind Sie dann der bessere Ansprechpartner, wie das funktioniert. Schrott, ja. Und es wird also auch definitiv darüber nachgedacht, dass man Planeten nicht kontaminiert, wie wir das Thema jetzt gerade hatten. Also dass wir jetzt nicht irgendwelche Bakterien dahin bringen und dann sagen, oh hurra, wir haben Leben gefunden, weil was wir dann selber dahin gebracht haben. Und gleichzeitig ist also zumindest bei uns im DLR ist es so, dass alle Raumfahrtprojekte auch immer eine Erdperspektive haben sollten, also einen Nutzen für die Menschen auf der Erde haben sollten. Also es wird im Grunde keine reine Raumfahrtforschung mehr akzeptiert, sondern wir müssen immer sehen, dass wir der Erde auch nützen. Ja, die ganze Menge an Satelliten und ausgedienten Satelliten, die ist natürlich, die nimmt schon Überhand. Also das Problem, das besteht definitiv. Es gibt aber sehr viele verschiedene Mechanismen, wie man damit umgehen kann. Ich weiß nicht, ob Sie in den Nachrichten jetzt vor ein paar Wochen gehört haben, da gab es eine Satellitenmission, die ist gestoppt worden, weil die schon ziemlich lange läuft. Und dann hat man die eben in eine niedrigeren Erdumlaufbahn gebracht und die ist dann nachher verglüht in der Atmosphäre. Und selbst bei Missionen, die schon vor Jahrzehnten gestartet worden sind, die auch nicht dafür ausgelegt worden sind, dass man die wieder runterholt. Da ist es tatsächlich auch möglich, die aus der Umlaufbahn zu entfernen und dann, dass sie eben nicht quasi den Orbit versperren für andere Missionen.
Dann ist es ein großes Thema, dass sogenannte Sollbruchstellen bei den Satellitensystemen geschaffen werden, zum Beispiel zwischen Sensor und Plattform, also der Satellitenplattform, wo die Antennen und Solarpanels und so weiter drauf sind, und der Sensor, sodass die, wenn die in die Erdumlaufbahn gebracht werden, dass die auseinanderbrechen automatisch. Und dann kleinere Teile können dann halt besser verglühen in der Atmosphäre. Mhm. Und dann gibt es halt noch andere Überlegungen mit neuen Missionen, die dann auch die Satelliten greifen sollen und dann in eine andere Atmosphäre, andere Umlaufbahn bringen sollen und dass sie dann auch eben verglühen. Das sind verschiedene Ansätze, die werden auch immer weiter verfeinert. Und ich denke, dass wir da schon eigentlich auf einem guten Weg sind, dass wir das Problem dann auch in den Griff bekommen können. Ja, ich könnte mir vorstellen, wir könnten diese super, super spannende Fahrt noch ewig weiter fortsetzen und noch viel, viel mehr erfahren von Ihnen und noch viel mehr an Fragen auch von Ihnen mit reinnehmen. Dafür fehlt uns leider heute die Zeit tatsächlich und wir müssen leider auch schon zum Ende kommen. Aber ich glaube, wir konnten uns sehr, sehr gut austauschen und ganz, ganz herzlichen Dank an Sie, dass Sie hierher gekommen sind und uns haben teilhaben lassen an Ihrer Forschung, an Ihren Forschungsprojekten und diese Zukunftsblicke auch aufgetan haben. Das war sehr, sehr spannend und kurzweilig. Ganz, ganz herzlichen Dank an Sie, Herr Schulze-Markus. Ganz, ganz herzlichen Dank an Sie, Frau Bornemann, und ganz, ganz herzlichen Dank an Sie, Herr Monska, fürs Kommen, fürs Hierherkommen an Bord der MS Wissenschaft. Und ich hoffe, euch, Ihnen hat es auch gefallen, dieser Ausflug hier an Bord. Und und Sie können einiges mitnehmen an spannendem Wissen und vielleicht auch an Impulsen zum Weiterbeschäftigen, zum Weiterforschen. Und schauen Sie gerne vorbei auf bioökonomie.de. Da gibt es auch einiges noch zu entdecken und weiter zu erfahren. Ein ganz großes Dankeschön geht natürlich auch an Wissenschaft im Dialog, die uns hier mit der MS Wissenschaft auch eine super Location gegeben haben für unseren Abend. Und ja, ich hoffe, wir hoffen, Ihnen hat es gefallen, euch hat es gefallen. Jetzt wünschen wir einen schönen weiteren Abend und machen Sie es gut.